Bist ja voll sexy. Officer? Ja? Kurva, Yaka, Saya, Bista, Dupa. Und damit viel Spaß hier an der Grenze. Los geht's. Hallo, und damit habe ich alle unsere polnisch sprechenden ZuschauerInnen begrüßt. Mhm. Mit dem Satz. Kuska, Zwiewa, Piska. Mann, hat die Schlampe einen geilen Arsch. Ganz genau. Ach, das hieß das. Das okay. Hieß das. Ah, ja. Ja, okay, ja, genau. Ja. Weil wir sind ja Grenzkontrolleure. Mhm. Und ich glaube, das ist aus einer anderen Zeit, oder? Ja, das stimmt. Damals durfte man auch noch nicht sexy sein offiziell, weil wir sind ja sexy. Wir sind eigentlich Stripper. Ja, genau. Ich glaube, wir haben das Outfit einfach verwechselt. Das ist das Stripper-Outfit. Ja. Deswegen wollte ich auch, ich wollte hier gerade Alarm! Ja. Ich wollte hier aufmachen. Und wir haben Handschellen. Und weißt du was? Die sind echt. Die ja, sind aus richtigem Metall. Wir haben nur keine Schlüssel. Weil sonst hätte ich direkt gefragt, kann ich mir die mal zum Bimsen ausleihen? Ja, und deswegen, jetzt kommt ja auch wieder die Brücke. Damit alle sich fragen, Krugmann, warum sagst du denn so einen beleidigen, sexistischen Satz? Stimmt. Ich meine natürlich meinen Kollegen Valentin. Ach so, oh, das hat der Kollege Valentin gar nicht verstanden, ja. Aber jetzt fühlt er sich geschmeichelt. Oder? Ist ja ganz, ich krieg meinen Knopf nicht mehr zu, du. Der plopft einfach hier auf. Ich hab so viele Bilder von dir im Kopf, so, wo du hier twerkst bei Skill Arena und so. Oh, stimmt, du hast auch gutes Footage. Ja, deswegen ist das einfach alles valide. Ja. So, Walle, was hast du uns heute mitgebracht bei den Simulatoren Boys? Ja, buongiorno. Genau. Wo sind wir denn hier überhaupt? Bei den Simulatoren-Boys! Moin, Johnny! Moin! Ja, und bei Cockman und Daughters offensichtlich. Ich trage manchmal auf Dates dieses T-Shirt. Aber das ist eine andere Geschichte. Wir spielen heute Contraband Police. Mhm. Und wir sind im Prinzip gar keine Polizisten. Also irgendwo auch. Aber wir sind in erster Linie Zollbeamten. Ach so. Und wir sind dafür da, die Einreise von Bürgern, die unbedingt in unser tolles kommunistisches Land wollen, wo es so mittelmäßig läuft, die zu kontrollieren. Die wollen, wo wollen die genau hin? Das gucken wir jetzt gleich nochmal nach. Dieses Land heißt irgendwie so, ist ein erfundenes Land. Die wollten da niemandem ans Bein pinkeln, ja. Glaube ich. Ist vielleicht ganz schlau, sonst brechen Kriege aus und so. Das läuft immer nicht gut. Deswegen, ja, aber zeitgemäß. Aber das ist super cool. Du kannst Drogen unter jedem Verschlag des Autos theoretisch finden. Du Hammer. Kannst, auch Leute einfach so verhaften. Also richtig geiler Polizeischeiß. Für euch da zu Hause. Alter. Genau so. Was kannst du nämlich machen? Da kriegen die Leute zu Hause Inspirationen auch vielleicht. Ich glaube auch. Von daher, lass uns keine Zeit verlieren. Ich habe nämlich schon mal ein bisschen reingespielt. Ja. Das ist etwas, wir haben ja hier auch oft so richtig dumme Games, aber das hier ist ein bisschen komplexer. Da kannst du viel machen, du musst viel wissen. Kleiner Management-Simulator. Wirklich? Weil du musst deine Grenze ausbauen. Und das schauen wir uns mal an. Okay. Das ist hier wirklich für jeden Parteigenossen einfach nur herrlich, dass du die Grenze immer weiter befestigen kannst. Ach, das ist ja schön. Wir spielen an der Grenze sozusagen. Exakt, ja? Wir sind hier an der Grenze. Und, warte mal. Kurz. Kommen da Zivilisten durch dann? Wollen Zivilisten durch? Exakt, hier zum Beispiel kommt jemand. Dem kann ich jetzt die Schranke aufmachen. Ich weiß gar nicht, ob ich so, schon so weit bin. Das hier ist zum Beispiel mein Kollege, der Maximov. Wachtmeister Maximov. Und, wir gucken aber mal ganz kurz. Das hier ist das Sport. Mal zu. Ja, klar. So, und als ehrenwerter, rechtschaffender Polizist, ja, kriegen wir hier immer so Hinweise. Hier sind ein paar auf Schmuggler und hier ein paar auf Einreisebestimmungen. Und das muss ich mir mal wieder durchlesen, weil ich hab's vergessen. Genau, wenn wir hier diesen Stempel sehen, dann ist der aus dem Königreich Blub. Ja. Und dann darf der, glaube ich, schon mal gar nichts mitnehmen, so verstehe ich das auf jeden Fall. Also, das heißt, du bist jetzt eigentlich schon Profi-Grenzbeamte? So ein bisschen, in, ja. Grenzbeamtin? Ja. Und ich bin professioneller Anwärterin. Genau, du bist im Prinzip mein Auszubildender. Absolut richtig. Ja. Ich möchte was lernen heute. Ja. Ich möchte jetzt was lernen. Wir teilen uns aber nicht mein Gehalt, weil du siehst da oben rechts, hab ich Geld. Und wenn du halt Fehler machst bei der Arbeit, dann... Ach, musst dann du das bezahlen? Ziehen die das direkt ein. Mhm, das ist richtig fies. Also, ja, und auch die Möbel, um deine eigene Grenze, die ja gar nicht deine ist, auszubauen. Die zahlt aber auch nicht die Regierung, sondern schön du selber. Gut, komm, Kontrolle jetzt, Kontrolle. Genau. Der Tag vergeht auch, ich muss nur noch einmal das lesen. Vom 19. April 81 Ende Verkehrsministerium, die Vorschriftenförderung gut. Ach, die brauchen so einen Transportbrief, das weiß ich schon. Und ja. Was sind die heutigen Schmuggler? Zulassungsnummer NGB müssen wir uns merken. Fahrzeug war Beweis. Müssen wir drauf achten. Und Alter des Fahrers 46.
Aber das steht jetzt einfach so da angeschrieben. Ja, ja, das ist sozusagen eine extra Challenge, das ist fürs Gehirn. Aber ist halt geil. Wie? Kommt der jetzt direkt rein? Machen wir nicht die Kontrolle vor der Schranke? Nee, nee, pass auf, das ist hier ja der Mittelbereich. Ach, und hier ist nochmal. Hier können wir den besser abknallen, richtig? Exakt, hier können wir nämlich rumballern. So, hier! So. Hallo! Hast du Klebstoff dabei? Besucher, weisen Sie sich aus. Dann kannst du hier sagen, kann ich Ihre Dokumente haben? Er ist recht höflich. Er ist und Punker, siehst du das? So, und jetzt pass auf, wir haben hier, wo ist es hier oben? Energielevel. Jetzt ist es wieder ausgeblendet. Ich mach's nochmal rein und raus. Nee, geht gar nicht. Ja. Auf jeden Fall. Kannst du das selber vergleichen oder du kannst auch sagen, büpp, büpp, und dann sagt dir das Spiel quasi und dann verlierst du aber ein bisschen Energie. Da musst du über den Tag mit haushalten. Deswegen vergleiche ich ganz gerne das hier und das hier, die Passnummer, weil das irgendwie anstrengend zu gucken ist. Ja, verstehe. So, und wenn wir uns erinnern, jetzt haben wir ja hier diese Infos, ne? Ja. Also, Fahrzeugfarbe weiß, nee. Nope. So, NGB gucke ich gleich und was war das? 46. Ja. Können wir mal kurz gucken, ist der gute 46, der ist geboren hier und heute haben wir den. 28. Er ist 28, das heißt, der ist raus, sehen wir ihn in NGB. Der ist schon mal kein potenzieller Schmuggler. Potenzieller Schmuggler, wobei, man weiß ja nie. Aber er ist halt Punker und ich glaube, er hat Klebstoff dabei und ich als Polizist mag das nicht. Steigen Sie mal aus. Ich mag das nicht, wenn die Klebstoff dabei haben. Steigen Sie aus. Also mein Kollege hat hier einen Riecher für Klebstoff und ja. Da riecht das doch komisch. So, jetzt zeig U jetzt. So, ich geh einfach mal hier rein. U gab's für uns noch nicht. So, jetzt schauen wir mal hier. Eine Brechstange brauche ich noch nicht. Wo ist denn mein... Es gab so ein... Es gab so ein nice Tool. Hier ist die Fracht. Warte mal kurz. Ich muss einmal alle Buttons drücken. Es gab so eine Taschenlampe. Klären so viel bei dir, weil es ist Hammer. Toll, ne? Ah, da unten steht's ja. F. So, und da kann man auch den Modus wechseln, genau. Und jetzt kann ich... Room Raiders. Ja, jetzt kann ich entweder irgendwelche ekligen Substanzen decken oder Schmuggler sind so doof. Ja. Die machen so einen Stempel auf ihre Ware. Ah. Aber den kann man nur mit Schwarzlicht entdecken. Und deswegen muss ich jetzt nach irgendwelchen weirden Tattoos quasi ausschauen. Haben wir Zeit? Also können wir das zeitlich... Geht so. Wir müssen natürlich möglichst viele abfertigen. Deswegen hat man immer so einen Druck, weil der Tag kostet auch was. Ja. Und man muss also ein bisschen Umsatz machen, um am Ende mit Gewinn rauszugehen. Aber könnten wir nicht jetzt einfach dein Päckchen hinlegen und sagen, er war's und dann kriegen wir Geld? Das habe ich noch nie probiert. Ich kann dir mal ganz kurz was Cooles zeigen. Ja. Das hier ist unser kleines Office. Das können wir auch ausbauen. Und hier, ich weiß nicht, ob ich es noch da habe. Gasrohr. Nee, ich muss das letztens verkaufen, weil ich habe viele Drogen schon gelootet. Und die verkaufst du dann weiter. Klar, logisch. Und die könnte ich ihm vielleicht deponieren. Finde ich gut. So, jetzt machen wir aber hier erstmal auf. Und das ist natürlich der reinste Stress, hier jetzt reinzugehen. Also kann man das hier nehmen und erstmal alles ausladen. Erstmal alles raus. So, der fuckt sich schon langsam ab. Obwohl, das war Maximov, glaube ich. So, Kaffee dabei, bam, bam. Ist das hier was? Nee. Jetzt können wir erstmal gucken. Ist der Laderaum sicher soweit? Ah, mag das so gerne, wie du das machst. Das ist so schön. Vielen Dank. So, und jetzt steht das hier alles draußen. Maximov ist schon bereit. Der macht eigentlich nichts. Hat der Uran geladen? Der hat offensichtlich Uran geladen. Das ist ja okay. Aber um das zu überprüfen, du hast ja eben gesehen, es gibt eine neue Bestimmung vom Staate. Wie heißen wir nochmal? Vorname ist es meiner, oder was? Nee. Warte mal. Valentin Herre. Du heißt doch Valentin Herre. Jedenfalls hat er einen Frachtbrief dabei. Ja. Der hieß Azamat Eraljev. Das stimmt also schon mal. So, jetzt müssen wir überprüfen, ob das stimmt. Und dafür nehmen wir quasi wieder das hier. Das habt ihr schon in der Hand. Und dann können wir quasi die Sachen aufschreiben. Radioaktive Materialien. Düngemittel. Oh, das wird eine Bombe, glaube ich, wenn man das zusammenmixt, du. Ey, das ist aber hoch. Wie viel Dünger braucht er denn? Und radioaktive Materialien. Ist echt krass. Reinigungsmittel auch noch. Ja, um den ganzen Uranschmonster wieder wegzuputzen, glaube ich. Drugs? Der schreibt das sogar drauf? Was ist mit ihm? Oha, mutiger Kerl. Aber das finde ich wiederum sympathisch. Ich wollte auch gerade sagen, ich habe schon Respekt für den Boy. Ich habe ihm Respekt gezollt. Am Zoll? Am Zoll. Kaffeesack. Okay, gehört das auch dazu? Nee, das ist mein Müll, glaube ich. Ja, erstmal Müll. Nochmal kurz kontrollieren. Blinkt alles grün? Nee, das finde ich schon gut, dass er radioaktive Materialien dabei hat. Ihr sollt mir fahren lassen. So, und jetzt können wir gucken, wie ruft... Ach man, ich will den hier wegkriegen. So. Aber er hat wirklich, und das ist der Frachtbrief, er hat wirklich... So, Medikamente hat er 2, stimmt. Stimmt. Düngemittel 10, stimmt. Radioaktiv, stimmt. Kaffeesack 5, stimmt. Reinigungsmittel 2, haben wir... 3, hat er hier aufgeschrieben und
Wir haben drei dabei. Ja, dann stimmt alles. Stimmt alles, aber radioaktive Material, das ist, na gut, andere Zeit. Aber er hat es ja woanders angemeldet. Wir sind nicht die Behörde, die ja zu entscheiden hat, wo die Uranstäbe hintransportiert werden. Gut, da muss man sagen, man darf niemals die Punker vorverurteilen. Ja? Punk's not dead. Punk's not dead, auch nicht hier. So, jetzt kann ich Maximov sagen, Fracht zurückgeben. Der kümmert sich jetzt kurz darum, uns ja eine Ladezeit zu generieren, macht damit der wir das nicht machen müssen. Das ist mega chillig, weil jetzt ist hier wieder frei. Hier ist alles genauso eingeordnet, als wäre nie was passiert. Jetzt kontrollieren wir noch mal ganz kurz hier ein bisschen die Stoßstangen. Ja. Ob hier kleine Drogensymbole sind. Aber du, ich habe ein Gefühl, der Typ ist eine ehrliche Haut. Ja, der ist also clean. Es ist immer richtig, die Leute hart zu verdächtigen. Das mit dem Klebstoff fand ich gut, kann ich dir schon mal sagen. Ja. Erstes Arbeitstagsfeedback geben. Das ist auch modern. Und natürlich, wir könnten ihn verhaften. Machen wir aber mal noch nicht. Aber könnten wir Geld von ihm verlangen, dass wir richtig korrupt sind? Ist das möglich? Also manchmal so Leute, die wirklich Dreck am Stecken haben, die bieten uns direkt proaktiv Geld an. Ah, perfekt. Und das habe ich noch nie angenommen. Mit dir würde ich sagen, mal raus, wie das, wie das läuft. Dann zurück zum Fahrzeug erstmal, genau. Oder fahren. Weißt du, ich habe auch Sorge, dass er sonst seine Brüder holt, wenn wir nicht durchlassen. Ja, stimmt. Boah, wir sind ja nur zu zweit. Was war hier? Hier habe ich gar nicht reingeguckt. Okay. So, dann, hör zu, junger Herr. Ja. Der ist 28. Ey, der ist korrekt. Mach nichts. Hier, fahr weiter. Blinks ist beendet, glaube ich. Ah ja, danke. Genehmigt. Ja, ich habe jetzt auch nicht alles überprüft, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ist aber ja auch gültig. 81, 21, das muss ich kurz checken. Wir haben den April, nee, die sind noch gültig, bis September und bis Juni. Handel ist richtig. Ja. Stempel sind richtig, jetzt habe ich alles überprüft. Damit ist der Dude genehmigt. Azamat, habt eine schöne Reise. Danke dir auch. Wünsche dir auch einen schönen Tag. Ich bin der Gehilfe von Valentin. So, jetzt habe ich einmal vorgemacht, quasi wie es läuft. Ja. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz, jetzt sehen wir unser direktes Feedback kriegen wir jetzt vom Von der Regierung. Ergebnisprüfung, oh, ungültige Ergebnisse. Wir haben nicht ganz aufgepasst. Was? Gescheitert? Aus dem König. Oh nein, der ist aus diesem Königreich. Das habe ich nicht gecheckt. Ich habe den Stempel nicht genau überprüft. Und jetzt, guck mal, wir haben sonst alles richtig gemacht. Ja. Und trotzdem haben wir 100 Euro, Dollar oder was auch immer das hier ist, Verlust gemacht. Eine Frechheit. Das heißt, der Staat, der zieht uns direkt hart zu Rate. Und da ich bin ein alter Polizist, ich gebe die Verantwortung jetzt ab an dich. Wow, wow. Du hast jetzt gelernt. Ich habe gelernt. Und jetzt kannst du die Leute erpressen, verprügeln. Alles, was zum guten Polizeitun dazugehört. Weißt du, was ich gelernt habe? Der hat alles richtig gemacht, aber nur weil er einstimmig hatte, ist das ein illegales, mieses Schwein. Das ist wirklich heftig, in welchen Zeiten wir hier leben. So, pack rein jetzt, hier. Nächstes Fahrzeug, komm rein. Komm rein jetzt. Hier, was ist mit dir? Das ist ein Kollege, Wachmeister. Das ist so geil. Den würde ich auch gern feuern, aber der ist irgendwie. Ja, Schnaps dabei. Sag mal her, was geht hier ab? Sag mal, einfach gesoffen, oder? Ja, ich glaube, das ist hier ganz legitim. Zigarette? Die Zigaretten, die wir von den. Kurva? Mach nichts. Du hast ihm gerade einen Befehl quasi gegeben, deswegen chillt er da jetzt. Mach nicht. Okay, verstehe. So, dann hallo. Mein Name ist Krogowski. Michaelski Krogowski. Warum machen wir nicht ein paar Geschäfte? Ja, tell me more. Zeig erst mal deine Dokumente. Das darf man übrigens auch. Man darf mit denen handeln. Das ist noch nicht gleich Bestechung. Bestechung wird es erst, wenn du was unterm Reifen findest und du dann einen 50er in die Fresse gedrückt bekommst. Ich stehe hier. Hallo. Aber hast du deine Dokumente überhaupt angenommen? Nein, ich habe die nicht genommen. Kann ich Ihre Dokumente nochmal haben? Komm her, gib her. So, jetzt bist du nämlich hier. Jetzt gucken wir uns erstmal deine Karre an, ja? So, wie kann ich mir die Dokumente antappen oder was? Ja. Genau. Also. Wenn du immer auf zwei gleiche Sachen klickst, dann. Verglichen, ne? Ja, genau. Aber ich bin. Können wir es so machen? Atayev ist es. Oh, Königreich von Erkay, das ist es doch. Guck nochmal auf das Schild, weil dann können wir den direkt ausweisen. Dann müssen wir keine Zeit verschwenden. Ja. Ich glaube, das stand links, ehrlich gesagt, da beim Blauen. Embargo. Königreich, Erkaltransportieren untersagt, ja. Achso, genau, aber transportieren, die dürfen nur keine Waren dabei haben, oder? Nochmal gucken. Waren, die Waren und Gepäck. Ja, okay. Wenn der jetzt. Stimmt. Alles klar, wenn der Waren und Gepäck hat, dann ist er raus. Wenn nicht, dann darf er noch. Ja. Erstmal reden. Ja. Hast du was zum Tauschen? Was hat er denn dabei? Sackkartoffeln, Toilettenpapier. Toilettenpapier würde ich nehmen. Päckchen Kaffee. Purer Wodka. Und. Das haben wir, oder was? Oder das hat er verkauft? Nee, das hat auch der. Aber wieso verkauft? Achso, er kauft und er verkauft. Ja, genau. Er kann nur Zigaretten anbieten. Ja, komischerweise.
glaube, ich habe dem noch kein Wort. Vor allem sind das nicht schon Waren, die er dabei hat. Ja, es sind doch Waren. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob das Spiel das so mit einbezieht oder ob damit die wirklich im Auto gemeint sind. Ob sozusagen noch so ein bisschen Toleranz ist und man darf noch ein Kippchen in der Tasche haben. Ja, das weiß ich halt nicht. Die hast UV. UV erstmal alles. Genau, richtig. UV ja, das ist immer sehr schlau, alles checken. Wenn man die Lampe anhat, sieht man tatsächlich die Symbole auch recht schnell, aber man muss schon auch noch an guten Stellen gucken. Ja, erstmal reingehen. Und SIF-Auto. Guck mal, was für ein ekelhaftes SIF-Auto der hat. Das ist wirklich so. Der hat ja auch gesagt, passen Sie auf die guten Sitze auf oder sowas. Ja, ne? Du kannst auch einfach übrigens ihm so einen Sitz aufschlitzen. Ja? Mhm. Okay. Wo ist mein Werkzeug dafür? Ja, das ist, geht auch, aber ist nicht so optimal. Drück mal die 4 oder 5. Ich bin hier die Polizei! Ich bin die Polizei! So, jetzt reingucken. Ja, nee, du brauchst ein Messer, offensichtlich. Okay. Mann, ey, wo ist das Messer da? Da. Da hat doch da was drinne. Kontrolle jetzt mal hier. Ich bin in der Ausbildung. Ich will meinen Job gut machen. Könnte überall sein, oder? Oh, das kostet uns übrigens sehr viel Geld. Ich weiß auch nicht, warum wir das ersetzen müssen. Nee, du kannst es richtig aufschlitzen, wenn du mal bei einem Sitz dran bleibst und dann diesen kleinen Lebensbalken, der weggeht. Nochmal. Zack. So. Ah ja. Na, jetzt sitzt der Scheiße, der Typ. Ihm haben wir es gezeigt. Na gut, hätte ja sein können. Nee, alles da. Da ist nichts drin. Dann würde ich jetzt sagen, verhaftet, mein Freund. Ja, ich weiß nicht genau. Also. Genau, Tourismus ja, gibt er an. Alter muss ich einmal überprüfen, das kann ich nicht rechnen. 50 ist okay. Also auch nicht. Genau, genau. Dann ist mal die Ausweis, sind die noch gültig, ist ganz wichtig. Ah, 20. April, 81. abgelaufen. Dein Ausweis, dein Reisepass ist leider seit einem Tag ungültig. Ja. Nee, das kann nicht übereinstimmen, glaube ich, oder? Nee, wie läuft das? Gültig bist. Ach doch, nee, genau, beides ist ungültig. Du hast vielleicht recht. Beides ist ungültig. Ich würde ihn verhaften, oder? Auf jeden Fall. Nicht erst mal verweigern. Nee, ich glaube, verweigern reicht da. Ich glaube, das ist noch nicht illegal. So, jetzt gucken wir mal auf unser Feedback. Also wir werden auf jeden Fall Verlust gemacht haben wegen der kaputten Sitze. Ja, aber das war Polizeitraining. Es muss auch ein bisschen was in die Jugend investiert werden. Aber ich wette, der hat noch mehr am Stecken. Der wollte sofort handeln. So, was? Was? Ja, immer schön die Bürger noch drangsalieren. Ja. Das ist wichtig, damit die wissen, wo ihr Platz ist. Wenden, genau, wenden. Raus jetzt hier! Raus! So. So. Perfekte Inspektion! Wahnsinn, auf F1 sehen wir den Perfekt. Bericht. Perfekt! Okay, krass. Dann wird uns das andere Geld direkt abgezogen. Ich bin sehr stolz. Oder? Du hast das Haltbarkeitsdatum gefunden. Bam! Bam! Also erste Inspektion und besser als der ja. Wachenleiter oder weil man mich das nennt. Ist eine Grenzkontrolle, da muss man mit übertriebener Härte vorangehen. Sehr gut, ja. Sie haben ein Adlerauge für Dokumente. Das sehen wir hier gern an der Zollstation 31. So, gleich eine Kontrolle und dann gibt es erstmal eine Catwurst, ja? Oh ja. Ja. Ach so, hat man bei Ihnen damals in der Heimat gearbeitet. Ja, gut, das gefällt mir. So, komm ran. Komm ran jetzt hier. Übrigens, wer denkt übrigens, das wäre nur das Spiel? Nein, man kann auch selber Auto fahren. Es gibt eine Open World. Du machst Verfolgungsjagden, Schießereien. Also, da passiert was. Alter, das ist unser Kollege. Wirklich? Guck mal, weil das ist unser Kollege. Das ist doch genau unser Kollege. Ja, der verarscht uns. Ist der einfach reingestiegen jetzt, oder was? Der verarscht uns. Aber wirklich? Das ist. Willst du mich verarschen? Das ist unser Kollege. Der hat sich nur einen anderen Trainingsanzug angezogen. Das ist ja... Okay, aber vielleicht ist das ein Test. Ja, das kann sein. Das ist ein Test für dich. So, wie hieß denn unser Kollege nochmal? Ich hab ihn ja vergessen. Adan. Abidos. Oh, der ist wieder von Erkay. Kannst du eigentlich direkt Zeitspannung und mal gucken, hat der Waren dabei, weil dann kann er direkt wieder ausgewiesen werden. Tourismus. Gültig bis... Juni ist ja noch. Genau, ist noch gültig. Und der Oktober ist auch noch gültig. Ja. Alright. Okay. Guck mal direkt in den Laderaum. Das ist das Spannendste. Machen den Rest können wir gleich noch überprüfen. Ja, finde ich gut. Der hat nichts dabei jetzt hin, zumindest. Das sieht ja schon mal gut aus. Krass, krass. Der Bürger von Erkay. Ey, das kostet uns jedes Mal 20. Ja, aber ich musste einmal kurz sagen, dass er weiß, wer ihr Boss ist. Also, wir können doch gleich mal unseren Polizeiwagen nehmen und einfach mal ein paar Autos auf der Straße zerstören. Ich glaube, das kostet uns nichts. Alles gut. Geh raus jetzt hier. So. Like, ja, was hast du hier? Wo ist das Zeichen? Wo ist das Drogenschmuggelzeichen? Genau, guck auch schön da unter diese Dinger. Nee, warte mal, ich glaube, du darfst das Tool nicht in der Hand halten. So.
Irgendwer, man kann Sachen aufmachen, vielleicht auch das Handschuhfach. Er hat gesagt, verpiss dich einfach nur, hast du gehört? Mega komisch. Eine absolute Beleidigung. Absolut unehrenhaft von ihm. Also, ich sehe... Naja, gut. Ich würde noch einmal auf die Dokumente gucken, weil die habe ich jetzt ja gerade schnell weggewischt. Weil ich dachte, Erkay. Er ist ja auch Erkay, aber du hast gesagt... Genau, Waren. Waren hat er nicht. Passt der Rest, passt die Ausweisnummer, das ist immer noch wichtig. Die scheint zu passen, sehr gut. Ja. Er heißt auch... Abilov auf beiden. Ja, es passt. Es passt tatsächlich. Passt ehrenhafter Bürger. Ja, echt, wir genehmigen. Ja, krass. Also. Batz, ey. Atlista. Wie happy er ist. Ja, aber das wirkt doch schon so, als hätte er was zu verbergen. Ja, wirklich. Sonst, aber warte, ich, für Notfall. Manchmal, ja, das ist schon mal immer gut. Für Notfall. Aber manchmal fliehen auch welche direkt bei der Kontrolle. So, komm. Feedback. Yes! Perfekte Inspektion! Geld wieder reingeholt! Warte, wir machen genauso weiter. Sehr gut. Eigentlich ist schon zu dunkel, da gehe ich immer ins Bett, aber du hast ja noch einen Kunden. Na ja, komm. Nenne ich den jetzt einfach mal, den armen Wurm. So. Oh, zwei sogar noch, krass. Der hat eine Kuh dabei, wenn der aus Erkay ist, ne? Die Kuh behalten wir und der kommt weg. Guten Morgen. Dürfte ich, nein, Ausweis. So. Gleich geht's los. Ja? Ja damit. Aha. Warum hältst du den so hoch? Was soll das? Also, Eva Bataya ist richtig. Kagastam, das ist korrekt mit dem. Das ist cool, ja. Darf er haben. Arbeit, er will hier arbeiten, das ist natürlich schwierig, ne? Ja. So, aber 1144 0KX5 Pass. Mhm, gültig bis Juli. Sind beide gültig, habe ich gecheckt. Ja. Guck mal das Alter nochmal vielleicht. Ach so, ja. Das kann man immer einmal ausrechnen lassen. 54, passt auch. Ich hab, was war es denn? 48? Ja, irgendwie sowas. 48, ja, dann gucke ich mir nochmal alles an. Oh, die Ausweisnummer habe ich aber längst vergessen übrigens. Wir mussten doch auf so einen Kürzel achten, aber ich glaube, das war das nicht. Nee. Das war das nicht, nee. Ich finde geil, ich frage die immer, wie awkward sie einfach einsteigen und sie sozusagen durch Nähe verdrängen. Ja, ne? Das ist eigentlich besser. Da kann ich mir noch was von den Jungspunden abgucken. Eigentlich besser. Nein, einfach... Aber ich meine, die Kuh... Ja, die müssen wir nicht ausladen. Ich meine, die ist ja... Wir haben gesehen, auf Frachtbrief war eine Kuh angemeldet und der hat eine Kuh dabei. Ja. Die sieht auch echt aus. Das ist keine trojanische Kuh. Aber hier kann man noch was verstecken. Da. Ja, da können wir was reintun. Aber das ist nicht unser Metier. Also da rufen wir immer jemand an, dass der sich dann darum kümmert. Okay, verstehe. Jetzt muss ich hier nochmal... Hier gibt's nichts mehr. Kennzeichen, ja. Achso, nochmal das. Das ist immer nicht schlecht, weil manchmal ist gerade so hier, genau da sind dann manchmal so kleine Drogensymbole. Weil es wäre schon schön, wenn wir heute noch eine Prise Kokain finden. Ja, natürlich. Wie soll man denn sonst wach bleiben bis Exakt, wir haben übermorgen Schichtverlängerung hier schon. Wir haben uns ein bisschen Zeit gelassen, muss man ehrlicherweise sagen. Du hast so extra einen neuen Tisch besorgt für die Kollegen. Ja, weil die Lines größer werden. Ja, wir looten so viel Kokain, da brauchst du große Tische, weißt du? Große Tische mit großen Spiegeln. So. Ja, dann ist alles gut. Weg mit dir. Wir haben noch einen Loot nämlich für heute. Hier. Nee, Bamsen. So, jetzt gucken wir wieder, hoffentlich wieder eine perfekte Inspektion, weil wenn das der Fall ist... Dann sind wir rich, oder? Ja, beziehungsweise dann ist es nicht so schlimm, dass sie ein bisschen Vandalismus im Blut haben, sag ich mal. Ja, genau. Dann fahr jetzt. Die brauchen immer so lange. Jetzt fahren sie halt. Das ist geil, wie er sag mal, selbstständig zumacht. Lieb's. So, komm. Oh. Perfekt. Perfekte Inspektion. Mann. So, ist da noch einer? Ja, da ist noch einer. Komm rein. Den lassen wir noch rein. Ist potenzielles Geld. Da ist er wieder. Ja, guck mal, der ist einmal kurz umgedreht und hat wieder. Sich umgezogen. Da ist er. Okay, da steht er schon. Sehr gut. Das ist ein weißes Auto, müssen wir schon mal aufpassen. Weißes Auto. Oh, wie der guckt. Der guckt auch schon wirklich Alter, creepy. Das ist doch der Ost-Leonardo. Ja, aber in der Creepenstein-Version. In der Creepenstein-Version. Weißt du was? Ich mach sofort den hier. Waffe raus. Ja, ist gut. Erstmal Einschüchterung. Sehr gut. Was ist das da? Weißt du? Das könnten wir natürlich übersehen haben. Ja. Das mitnehmen, aber nichts sagen, wenn er vielleicht noch uns sagt, wo das andere Kokain ist. Mitnehmen, meinst du? Das schon mal einpacken? Das will ich schon mal einpacken. Obwohl der so eine Diebstahlhand ist, das ist unseres. Es wird da oben auch ein Grün. So, das heißt übrigens, wir haben direkt die Legitimation, ihn zu verhaften. Ja, okay. Das ist schon auch ganz geil einfach. Ja. Na gut, aber erstmal gucke ich natürlich noch weiter. Pass auf, die können auch fliehen, ne? Also du musst ein bisschen auch ein Auge auf den Kollegen haben.
Wobei, ich weiß nicht, ob die zu Fuß fliegen können, tatsächlich, fällt mir gerade auf. Zwei Toiletten. Ja. Aber ab jetzt ist egal, ab jetzt verschwenden wir nur noch Zeit, weil wir können ja sofort sagen, die Kacke ist beendet. Ja. Ab in den Knast, gib uns alles, was du hast. Und warum sollten wir jetzt noch Ausweisnummern überprüfen, wenn die eh schon egal sind? Weißt du, was ich meine? Deswegen Handschellen, bam. Kann ich, oder kann er, oder kann er mir was anbieten? Ich meine, wenn der viel dabei hat. Macht er dann. Wenn Nee, weil die würden dann nochmal so ein Huni schnell zücken oder so. Das hat aber so viel Geld gekostet. Was stand denn da? Nicht korrekte Prüfung. Das hat richtig viel Geld gekostet. Bestätigte Autoteile, ja, aber manchmal kurz Eigentumsbewegung, Mitarbeiter. Ach so, nee, das war einfach nur, weil der Tag vorbei war und du hast deine Mitarbeiter vergütet. Das kennen wir jetzt hier nicht, aber das hat man im Osten damals so gemacht. Ah, stehe. So, das sind jetzt. Genau, das sind noch so ein paar Gefangene, die wir noch haben. War das der von eben, ja, ne? Ja, das kann gut sein, ja. Ja, du könntest ja offensichtlich. Das habe ich noch nie. So, die könnten wir jetzt natürlich auch wegbringen ins Arbeitslager. Wollen wir die ins Arbeitslager? Ja. So, dann lad die alle mal ein. Natürlich. Hä? Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber es sind miese Schweine. Ja, ich habe ja mit den anderen habe ich schon geredet. Das sind grobe Verbrecher. Alter, guck mal, der hat so viel Angst vor uns. Siehst du was? Ja, er hat seinen Besen fallen lassen. Ja, hier ist strenges Regiment. Bist du dich? Ah, guck mal. Akarov, so heißt nämlich, so ähnlich heißt doch unser Land. Wie heißt denn das Land? Ey, der ist aber doch wirklich so ein Bilderbuchdiktator, oder? Also, toll. Nein! Wir werden verhaftet. Ah, oh, gut. Puck weg. Das ist nicht wie in Nordkorea oder so, dass man da direkt. Puck weg. Eieiei, hatte ich gerade Angst. Puck weg! Ja, er macht es tatsächlich. Er hat so Angst vor dir, dass er da. So, aber pass auf, du musst schnell zum Auto, weil da brechen die am liebsten aus. Oh, wo ist das Auto? Nicht das. Also, geh mal ganz kurz zum Ausrufezeichen. Weil du musst unserem Kollegen kurz sagen, er soll das Auto wegtun. So, natürlich, Genosse. Wo ist er? Wo sind die alle? Drück mal kurz nochmal F1. Ach, guck mal, wir haben viele Drogen nicht gefunden. Oh. Das habe ich auch einfach nicht mehr gewusst. Als ich gesagt habe, komm, wir haben ihn ja. Ab in den Knast. Der hätte natürlich viel länger arbeiten müssen im Arbeitslager, wenn wir nachweisen können, du hast 6 Kokain und nicht nur ein. Alter, ja, da gut, dann werden wir jetzt das wissen und herzlich. Das wissen wir jetzt. So, guck mal kurz, ob die noch im Auto sitzen. Du musst rechts. Nee, stopp. Rechts, da. Genau, da, raus. Nee, es gibt ein Tor, aber das könnte auch gehen. Die andere Seite ist das Tor, genau. Da, ja. Hier muss da mal durchgehen. Natürlich öffnet sich's nach innen. So, und hier sitzen die alle hinten drin. Genau. Ich hoffe, das Arbeits. Nee, das ist schlecht für uns, weil das ist ja unser Auto. Ja. Zerstören die das nicht. Ich wollte aber Angst, weil sie nicht fliehen, weißt du? Ja. So, wie fahr ich jetzt die Suppe? Schon auf den Fahrersitz setzen und dann G drücken. So, und es ist recht dunkel, vielleicht letzte Mal J, genau. Es hat nicht viel gebracht, aber man muss auch sagen, wir haben ja unsere Sonnenbrillen noch auf. So, rechts. Ich kenne den Weg zum Arbeitslager auswendig. Oh, warte mal. Ich von der feindlichen Truppen in Acht nehmen. Ah. Feindliche Truppen? Ach, Alter. Ja gut, aber wir fahren ja nur Auto, wir sind nicht viel im Wald. Rechts hier, genau. Hab am besten einen guten Affenzahn drauf. Und versuch möglichst wenig zu rammen. Das ist ja alles. Der Staat. Nee, rechts. Der Staat hatte nicht so viel Geld zum Ausbau der Straßen und deswegen haben wir nur so dünne Straßen. Kurva! Guck mal, die fahren extra schön wegen deinem Polizeigedönsel. Fahren die ran. So, erstmal der Straße folgen. Kannst doch mal selber eben auf die Karte gucken, du mit M öffnest. Das ist ganz interessant, weil wir müssen. Oh, hier! Schnell an dem Totkopf vorbei! Das sind offensichtlich feindliche Truppen. Ey! Da, schnell weg hier! Oh, fuck! Boah, gut, dass das Auto da kam. Das ist unser Schutzschild jetzt im Prinzip. Oh, meine Güte. Ich war noch nie nachts in Akrovistan oder wie unser Land nochmal heißt, unterwegs. Ja, furchtbar. Oh mein Gott. Kann ich kurz aussteigen und die abknallen? Nein, mach das bitte nicht. Das ist wieder so ein Typ. Das ist, ey, wie echt der? Der fährt mit seiner Kuh spazieren. Nee, machen Sie mal bitte ein bisschen Disziplin hier auch bei unserer Behörde. Ja. Wir sind in der Ausbildung. Ja, passen Sie mich mal zusammen. Gut. Ab zum Arbeitslager. Hier rechts, glaube ich. Aber Sie haben ja selber eine Karte, ne? Also ich könnte Sie auch in die Irre führen. Ich könnte auch der gemeine Fahrprüfer sein, der sagt, der Straßenverlauf folgen und dann ist es eine Einbahnstraße. Dann fahr ich hier, halte ich hier kurz an. Ja, so. Genau, Arbeitslager ist ganz unten links. Ah, fahren wir genau richtig. Das fahren wir doch genau richtig, hatte ich doch noch im Kopf. Natürlich mache ich nur Spaß, ich würde sie niemals zu fies prüfen. Nein, niemals. Niemals. Das macht große Freude.
Das macht großen Spaß. Das ist wirklich eine fantastische Welt, in der wir hier leben. Man muss sagen, das bringt Spaß, richtig? Ja, dieser Staat bringt Spaß. Dieser Staat bringt Spaß! Hier hat man zuerst gehört. Ja, Sie waren ja vorher in der ehemaligen DDR stationiert. Sagen Sie, was waren denn da nochmal Produkte? Produkte? Haben Sie vielleicht ein kleines Souvenir für mich dabei? Ja, hier diesen Rotkäppchen-Sekt. Der ist aus der DDR? Ja, klar. Wahnsinn. Hier rechts ist das Arbeitslager gewesen. Fahr rückwärts ran, dann können Sie... Nee, das ist nicht so gut. Du musst nämlich noch recht weit in den Steinbruch fahren. Natürlich. Hey. Stopp, halt. Geh mal rauf. Na ja, gut, macht er automatisch. Die kenne ich schon. Ist das jetzt Gulag oder was? Das ist quasi das Gulag, würde ich sagen, ja. So, hier bist du auch reingelassen. Doppeltür. Das reicht, wenn du hier im Prinzip stehen bleibst und aussteigst. Mach mal aus, die... Ja, dann hören wir nämlich auch schön, wie die Arbeiter den Stein hacken. Es ist für mich als Officer wie Musik in den Ohren. Das ist einfach das Schönste. Hörst du das Klimpern des frischen Steins? Nee, der ist es nicht. Du musst in die Mitte, da ist so ein Polizist, da läuft er. Ich habe unseren den Namen meines Freundes vergessen, aber wir kennen uns. Sergeant Manolov. So, ich habe hier alle für Sie. 300 haben wir dafür. Perfekt. Menschenleben ist hier nicht so viel wert. Aber 300 reicht. Sind ja gar nicht so viel. Ich meine, wir haben heute für 120 Sitze zerstört. Das waren einige. Also ich sag mal, wir können für ein Menschenleben, können wir durchschnittlich 3 Sitze kaputt haben. Ja, das finde ich, also ein Mensch, 3 Sitze ist doch ein guter Deal. Ist ein guter Deal. Aber guck mal, was der Kollege Manolov hier mit seinem Hammer wieder anstellt. Guck an. Ja, da müssen sie nämlich hier Steine schleppen. Komm hier mal rein. Nee, das wäre ja auch doof, wenn du dem jetzt aufmachst. Nee, ich wollte aber schön selber versuchen. Fahr ich jetzt zurück, ne? Ja, genau. Die Leute wurden automatisch ausgelagert. So nennt man das bei uns. Auslagerung. Genau, wir Menschen steigen aus, aber die werden ausgelagert. So, wo geht's raus? Was hier? Nee. Ich habe irgendwie das innere Bedürfnis, gerade am Ende der Sendung noch einen kleinen Disclaimer zu formulieren, dass wir uns von Deportierung und Arbeitslagern prinzipiell hier bei Rocket Beans distanzieren. Ach so, daran habe ich tatsächlich gar nicht gedacht. Das ist natürlich was ganz, ganz Furchtbares. Ja, eben deswegen. Ich dachte, das ist jetzt einfach nur Gulag-Style hier. Ich glaube aber, das ist auch nicht so cool. Ich glaube, das ist. Ja, aber es ist doch bei Call of Duty, das ist doch mega geil. Dann ist das natürlich political approved. Ja, das ist doch klar. Ui. Ich weiß gar nicht, wo man hier hinguckt. Aber ich habe ein bisschen Angst. Aber Sie haben das im Griff. Sie hatten schon Erfahrung mit Schusswaffengebrauch auf Ihrer alten Zollstelle. Ja, klar. Ja, gut. Weil, wie Sie sehen, haben wir hier im Land so ein bisschen Stress nachts mit. Gar kein Problem. Zollbehörden aus anderen Ländern. Gar kein Problem. Gar kein Thema. So. Stört Sie das, wenn ich ein paar Knöpfe öffne? Ich bitte darum, dass Sie sich ausziehen. Das kann ich jetzt hier nicht machen. Ich sitze etwas unpraktisch im Auto, aber... Naja, prinzipiell... Hier gibt's ein Gasthaus. Hier, Gasthaus jetzt erstmal. Was? War ich richtig? Hier gibt's ein Gasthaus, Valentin. Ach, das ist ja schön. Dann wollen wir mal da... Einkehren. Ja. Ein Einkehrschwung. Wir haben ja auch heute sehr auf unsere Energie geachtet und gehaushaltet. Ja. Wir haben sehr viel mit ihrem Köpfchen gemacht und nicht automatisch überprüfen lassen. Das heißt, wir sind noch fit. Hier muss irgendwas Gasthaus sein. Warst du nicht eben auf dem Parkplatz? Ach, das war der Parkplatz. Keine Ahnung. Da ist es doch, ich sehe es doch. Wo komme ich denn da hin? Aber ich sag Ihnen, Sie denken jetzt, eine Schwarzwälder Kirschtorte wäre der ultimative Shit. Aber es ist noch viel lustiger, eigentlich zurückzufahren, denn Menschen zu verhaften, einzusperren, ist die wahre Bestimmung und des Menschen. Ihrer Drogen zu berauben, ist der viel größere Spaß als ein Kuchenstück am Wegesrand. Okay, ich würde vorschlagen, ich probiere es einfach noch in den Parkplatz. Einmal, wo ich gerade da bin. Ja, na gut. Und dann zurück. Einmal müssen wir gucken. Ja, wir haben ja auch andere Hobbys für Menschen. Also, ich mag es einfach den, ich nenne sie immer liebevoll Kunden, die bei mir täglich ankommen. Die ein oder andere Ohrfeige zu verpassen, obwohl sie die gar nicht verdient haben. Das macht Spaß. Das ist wirklich großer Spaß. Übertriebene Härte. Ja. So, wer ist das? Krass. Du kannst hier übrigens auch aussteigen. Oh, das war ja freundlich. Das ist ein stabiler... Das ist die Definition von einem stabilen Kerl. Bürger. Hallo. Guten Tag. Der war sehr stabil. Ja, wir sind nicht so bürgernah. Ich glaube, die haben nicht so ein ganz gutes Verhältnis zu uns.
Ich habe es heute nicht ganz verstanden, warum. Die sagen immer nur freundlich guten Tag. Die sind auch immer ein bisschen zu freundlich. Aber dann ein Gespräch zu etablieren, ist gar nicht so leicht. Das stimmt. Mal hier. Ja, das ist, oh, da erinnere ich mich. Das ist der Bär, den habe ich in meiner ersten Dienstwoche erlegt. Ach, der wollte einfach über die Grenze und hat sich als Schaf ausgegeben. Nein. Und ich bin doch nicht blöd. Nein. Außerdem hatten seine Ausweispapiere hatten einen Fehler. Aber gute Zähne. Das schon, ja. Barkeeper. Der will uns nichts verkaufen, oder? Ah, nee, ich glaube, der hat Angst. Der hat will nichts zu holen. Wir haben alle Angst vor uns. Ich komme wieder! Das ist gut, weil dann behalten sie die Angst auch. Sehr schön, das finde ich absolut gelungen. Gib Handtasche, Mann! Gib Handtasche! Jetzt einfach sitzen. Walle, was mache ich falsch? Ich weiß nicht, ich glaube, das braucht einfach Berufserfahrung. Irgendwann hat man den ultimativen Schrei drauf. Na gut, na gut. Oh Gott, es ist schon morgens. Wir haben durchgemacht, das hab ich noch nie, seit ich ein Jungspund war. Ob wir jetzt noch, ob wir jetzt die Überprüfung noch schaffen. Na klar, du bist mit mir hier. Selbstverständlich. So, fahren Sie mal schön straight zurück. Straight zurück. Das könnte ganz schön sicher schwierig gestalten. Weil ich glaube, es gibt keine Third Person, aber Sie meistern das perfekt. Klar. Also Sie paar Schäden. Wir haben übrigens, haben Sie den Officer gesehen, der neben dem Polizeiauto stand, als wir es Gefangenen eingeladen und losgefahren haben? Ja. Der, sein einziger Job ist, unsere Schäden hier wieder zu reparieren. Wirklich? Ja. So habe ich ihn auf jeden Fall verstanden. Er redet auch nicht so viel. Ist ja kein Problem. So, guck mal auf die Karte, damit wir keine Zeit verwenden. Ich würde sagen... Wo sind wir überhaupt? Ganz unten... Hey. Hä? Aber... Ach da, ja, stimmt. Aber der Straße. Ja, dann einfach dem Straßenverlauf folgen, geradeaus. Ja, ne? Ja. Das ist ja kein Problem, das schaffen wir locker. Stimmt, du musst wieder durch den Tunnel und dann musst du auf jeden Fall auf befestigten Straßen bleiben, so viel ist schon mal sicher. Oh, der andere Fahrer hat sich entschuldigt. Hat er? Ich glaube schon. Richtig so. Ja. Absolut richtig. Finde ich auch korrekt. So, hier lang. Du meinst, das stört die Requisite, wenn ich die mitnehme? Nein! Weil die sind so robust, ich habe so Bock da jetzt... Aber du hast doch auch einen Sex-Dungeon zu Hause, oder nicht? Eben, also, und ich habe alles, außer bisher die Handschellen. Ja, dann solltest du die unbedingt mitnehmen. Also ich habe erst für die teuren Apparillos gespart. Kennst du diesen Apparat, den George Clooney in Burn After Reading baut? Meinst, nein? Den habe ich. Kenner wissen, was gemeint ist. Geil, Hammer. Ich zeig dir später ein Bild. Kann ich mal vorbeikommen? Ja, das ist bisher nicht auf dein Geschlecht ausgerichtet, aber das kriegen wir schnell modifiziert. Gut, hast das falsch gelesen. Bitte? Bitte, das ist hier immer noch ein Arbeitsverhältnis, also so können Sie nicht mit mir reden. Ich habe etwas zu viel, ich habe mich verloren, ich habe etwas Privates geteilt. Ups. So. In Akrofsistan sagen wir Ups dazu. Ups. Ups, Sasa. Mann, wie heißt denn jetzt unser Land? Das interessiert mich jetzt aber wirklich. Sie sehen, ich bin zwar ein guter Zollbeamter, aber ich habe so ein bisschen Gedächtnisschwierigkeiten. Und... Oh, lauf weg! Lauf weg! Unser Auto raucht schon! Scheiße, Mann, scheiße. Wir können sterben. Ich bin schon mal gestorben. In einem anderen Leben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, hoffentlich ich schaffe es noch nach Hause. Fahren Sie, fahren Sie! Nein, Sie machen jetzt eine Ballerei, oder was? Die könnten Kalaschnikows und sowas haben. Das sind Blumen. Ja, komm. Sollen die miesen Schweine noch kommen? Ich bin von der Polizei. Von der Ostpolizei. Kann ich mir nicht bieten lassen. Wo sind die denn jetzt? Ich glaube, weil die Sonne aufgegangen ist. Oder? Nee. Oh, Actionmusik. Wo sind die? Ah, da. Okay, oh, 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 weiß gar nicht. Boah, du bist ja ein guter Schütze auf Distanz, Junge, Junge. Du hast wohl viel Koller. Der hat mich angefahren, hast du gesehen? Ja. Geh zurück an die Arbeit. Bin da. Ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich. Ich glaube nicht, dass wir gestorben sind. Nee. Ich glaube, es gibt einen Moment, wo du zur Arbeit geportet wirst. Wir haben nicht gute Technologie in unserem Land hier, aber wir haben Teleportiergerät entwickelt. Bin ich wirklich gerade im wichtigsten Kampf meiner jungen Berufslaufbahn zurückteleportiert worden? Die Arbeit geht vor. Vergnügen immer nach der Arbeit. Hier, guck mal kurz aufs Schild, dann, das glaube ich, da steht, welches Land wir haben. Wir sind Akaristanska. Guck aufs Schild, da steht, welches Land wir haben. Welches Land haben wir?
Akara, ich hab's vergessen. Akara Kastanien. Ja, direkt weiter. Direkt weiter, komm. Kastanien. Hol rein den nächsten. Direkt von der Schießerei weiter zu Kontrolle. Guck mal, ob die Schmugglerpapiere hier sich aktualisiert haben. Das weiße Auto. Ja, Kai. Ist, nee, das ist gleich geblieben. Das, die Nummer haben wir noch nicht gefunden. Und das weiße Auto haben wir gestern gefunden. Alles gut, alles gleich geblieben. 46 war das Alter. Nummer habe ich nicht gemerkt. Weißes Auto. Weißes Auto. Nee, das ist gestern gewesen. Ah, ja, der darf jetzt wieder weißes Auto haben. Ist das wirklich notwendig? Ja, natürlich ist es notwendig. Was denkst du denn, Mensch? Also, Amir Dava ist es. W59Y, 5J64 ist genau richtig. Mhm. Kagastam geht klar. 30. April 51. Passt noch. Wie alt ist er? Aber, nee, das ist die Ausweis... die oh, gültig. Abgelaufen. Nee, nicht abgelaufen. Doch. Der aber, der hier, genau. Ja, nicht gültig bist. Achso, nee, ich hab's verwechselt. Du hast das richtig. Du hast alles richtig gemacht. Abgelaufen. Ich habe noch ein bisschen einen überprüfenderen Blick, als ich vielleicht müsste. Ich kann ihm schon mehr vertrauen, als ich denke. Ah, das ist korrekt. Gepäck hat er dabei und Seife. Gucken wir mal. Ja, ausräumen. Pack aus. Aber nicht das Ausräumen. Doch, doch. Seife. Du musst mit C dein, mein dein Tableau. Papiere, genau, so, schön. Gut. Auf Drogen kontrollieren wir gleich nochmal, wenn der Wagen leer ist. Ja. Also mit dem Lämpchen, meine ich. Dankeschön. Das ist nämlich sehr hilfreich. Übrigens, auch Drogen können in der Ware versteckt sein. Auch die abzuleuchten, hier dieses Köfferchen, diese riesige Seife. Das ist ja die größte Seife, die ich jemals gesehen habe. Ja, weil er wäre so große Seife, jetzt mal ehrlich. Gepäck? Ja, was ist das? Ich finde die große Seife sass. Hier mal Gepäck, ja. So, guck mal, prüfen wir das mal mit dem Transportbrief. Hier mal Gepäck, zweimal Seife. Tatsächlich, wow. Passt, okay. Dann okay. Wollen wir jetzt mal hier reinleuchten. Oder meinst du, das ist der Karton? Ich würde sagen, das ist plain die Seife. Ja, die Seife, kann man die nicht aufkommen? Das ist nicht oh, Seife mit Scharnieren, alles klar. Scharnierseife. Oh, ja, davon habe ich gehört, die gibt's im Ausland, Scharnierseife. Scharnierseife. Bitte, Scharnierseife. Was ich nicht ganz verstanden habe, seift man damit die Scharniere oder hat die Seife Scharniere? Aber ich glaube, ich habe es gerade gelernt. Scharnierseife, kann ich die nicht aufmachen jetzt hier? Nee, also nur wenn du da... Oh, doch, das kannst du aufmachen, geil. Schüchen. Oh, der macht es auch so smart wie ein guter Kumpel von mir. Ich war mit einem guten Kumpel im Urlaub, erzähle ich Ihnen kurz anekdotisch, einfach mal schön hier bei der Arbeit, kann man sich auch mal unterhalten. Und der, wie packst du deinen Koffer, ist da eigentlich die erstmal spannende Frage. Schmeiß alles rein. So, ich nehme mich meistens auch, also ich versuche es schon noch so möglichst platt zu falten, aber auch noch das ist dann verknickt, scheißegal, ihr kennt, wie komisch ich immer aussehe. So, und der rollt seine T-Shirts und alles so zusammen zu so kleinen, wie so ein Lachskrepp. Alter. Zu so kleinen Rollen. Das ist schlau. Und die werden dann so nebeneinander positioniert. Das hat mehrere Vorteile. A, passt viel mehr in den Koffer, ist mir dadurch aufgefallen. Erstaunlicherweise. Möchte man nicht meinen, aber es ist so. Dann, jetzt habe ich mich im Lachsrap verloren. Der Lachsrap. Ja, es passt viel mehr rein, hast du gesagt, aber dann. Wahrscheinlich war es mit Zerknitterung oder so. Genau, danke. Ja. Da hast du mich wieder, mein Gedächtnis wieder aufgefrischt. Und zwar, es zerknittert auch weniger. Also alles daran ist geiler. Und das hat der Kollege auch gemacht. Von daher, ich glaube... Der kann kein Krimineller sein. Nee, alles wieder ein. Alles wieder einpacken. Arosko, Arisu. Alles wieder, Arosko, Arisu. Alles wieder einpacken. So, hier. Ihn auch? Ist aber abgelaufen, der Pass. Echt, war der? Stimmt. Achso, nee, dann kriegt er einfach keine Genehmigung. Ja, er musste sich in den Knast, gerade nochmal am Arbeitslager vorbeigekommen. Aber Genehmigung, nee. Was war gerade? Waschpulver. Hier, also. Beendet. Verweigert. Sehr gut. So. Verweigert. Es ist doch nicht vorbei. Oha. Der droht uns. Ich glaube, der steht irgendwann am Wegesrand, so wie die Kollegen eben. Ja, wirklich. Wie ist es noch nicht vorbei? Was will er denn? Cool, du hilfst ihm sogar noch, seine Motorhaube zuzumachen, damit er was sieht bei der Fahrt. Das ist ja übel nett. Und ihn noch ein bisschen abfuckt. Finde ich gut. So machen wir das hier. So, gucken wir mal kurz auf den Prüfbericht. Ja, ich bin sehr gespannt. Oh, das war wieder mal eine perfekte Inspektion. So, nach dieser perfekten Inspektion machen wir mal kurz eine Mittagspause, denn wir hatten ja keine Nacht, wir haben ja durchgemacht. Ihr macht das auch kurz und wir sehen uns hier gleich bei Dienstbeginn wieder. Schöne Catwurst jetzt. Hey Valentin, na? Hey. Endlich Blumen für den Garten oder was? Nee, ich pflanze Bohnen ein. Du pflanzt Bohnen ein? Bohnen sind noch nicht zum Einpflanzen da, Mann. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Danke. Stehen geblieben
Hier, kurz anhalten. Sie müssen was überprüfen. Sie müssen überprüfen, ob die Simulatoren-Boys gute Let's Plays machen. Und haben Sie es geprüft? Haben Sie es schon geprüft? Falls ja, vermerken Sie das hier unter dem Video. Protokoll immer wichtig. Immer protokollieren. Protokollieren und auch, obwohl es sowas wie einen Daumen runter gibt, in Akrasrohiristan. Ja. Da wird nur gelobt. Der Staat hat immer gewonnen. Immer loben. So. Loben. Auch mal Dinge ignorieren. Wenn Leute sagen, Mensch, ich mag die Arten, ich mag sie, ignoriert das. Jetzt wird gelobt. So. Warme Dusche. Du siehst blendend aus. Danke. Die kommen sofort in den Knast, die das sagen. So nehme ich ins Arbeitslager. Hütet euch. Okay. Nein, nächste Prüfung. Prüfung Nummer 15 abgeschlossen. Die war perfekt. Nächste, komm. Nächste soll kommen. So, ich habe Bock auf die Leute. Also eigentlich nicht, aber ich will Waren finden. Komm. Und zwar haben wir gestern. Weißt du, es fuchst mich immer noch, dass wir nur 1 von 6 Koks haben. Ja. Wir hätten die Nacht viel geiler durchmachen können. Hier, aber der hat doch was. Guck mal, da oben schon. Siehst du das? Oh, Gepäck. Wenn der aus Erikai kommt, du. Nehme ich sofort alles weg. Siehst du das? Ich spreche gar nicht mit dem. Ich pack sofort alles weg. Das finde ich super. Ganz neu. Siehst du das? Ja, das. Da ist noch was. Wir fahren hier mal andere Bandagen auf jetzt mit ihm. Das finde ich ganz gut. Ja, raus jetzt. Nicht geh raus. Geh sofort diese raus. Verschwendete Freundlichkeit immer. Ja, geh sofort raus. Ich nehme alles sofort. Hier. Die Energie können wir in Tolleres investieren. Zum Beispiel in Schießereien. Ja, Schießereien sind gute Energien. Das ist einfach so. Das ist reine Energie. So. Hier, mach auf, da den Eumel. Echt wahnsinnig. Oh, was? Wir werden angegriffen. Jetzt kannst du weiterballern. Irgendwo sind Feinde. Da hinten aus dem Wald, da wo das Ausrufezeichen ist. Nee, nicht der. Das ist dein Kollege. Rechts. Da. Junge. Geh hier in Deckung. Die kommen aus allen Ecken. Hinter jeder Tanne ist einer. Du Scheiße, Mann. Ich hab nicht viel Munition, glaub ich. Junge, du bist ein guter Zieler. Klar, Mann. Wohl schon mal im Gulag gewesen. Ja, klar. Guck mal, die sind alle fast down. Oha, Alter. Bitch! Wow, fuck. Aber pass auf, achte auf deine Munition. Du hast nur noch 18 Schuss. Du darfst nicht rumballern. Ja, aber siehst du, wie alle down gehen? Wie der wilde Arnie. Aber es kommen auch noch einige. Scheiße, der da. Oh, der wurde erschossen von deinem Kollegen. Maximov hat uns das Herz gerettet. Okay, 13 Schuss nur noch. Scheiße. Nix. Achso, da ist noch Plan. Wir haben überhaupt keine Probleme. Oh, Vorsicht. Das ist ein Alien. Das ist wirklich ein Alien. Was war mit ihm? Hast du den Kopf gesehen? Ja, verbleiben 2 Feinde noch. Bitte dich. Ein Feind noch. Ist ja Wahnsinn, wie viel du einsteckst. Du bist ja viel robuster als ich mit meinen gebrechlichen Vorrentnerjahren. Oh, Slow-Mo. Cool. Jetzt. Unsere Grenze. Wir haben sie verteidigt. Guck mal, Fraktionen werden hier eingeführt. Die kenne ich auch noch nicht. Eine organisierte kriminelle Gruppe, die Ober-Rankow-Bande, die in der Region Karikatka operiert. Sie sind in Schmuggel, Waffenhandel oder Entführung gegen Lösegeld verwickelt. Sie befinden sich im ständigen Konflikt mit der Polizei von Akaristan. Blutige Faust, eine regierungsfeindliche Widerstandsbewegung unter der Führung von Mikhail Garin. Ihr Ziel ist es, Akaristan aus den Händen der Kommunisten zu befreien. In den letzten Jahren ist es ihnen gelungen, tief in die Staatsorgane einzudringen. Ja, du. Da kommen aber keine einfachen Aufgaben auf uns zu. Bastardos. Bevor sie gekommen sind, war hier noch fröhliches Gekokse nach der Arbeit. Aber guck mal, wo ist denn der Zaun? Da muss ja irgendwie der Zaun instabil sein hier. Das kann sein. Geh zurück zur Arbeit. Nein, du kannst das nach der Schicht checken. Wir sind hier streng und rigoros. Wo ist eigentlich unser Auto? Das steht ja noch. Ach, scheiße, das steht noch bei der letzten Schießerei. Ja, Herr Eck, aber. Das holen wir nachts ab. Aber nee, er holt's, komm. Ach, macht er? Ja, sehr gut. Guck mal, ich sag doch, das ist unser Mechaniker. Das wurde aber richtig zerballert. Guck mal, das blutet, das Auto. Soll er mal fertig machen? Dampf blutet. Hier, 50 Euro. Ach, das ist ja nix. Oh, wir sind richtig reich. Wir können mal ganz kurz. Geh mal zu unserem Kajütchen. Also da, wo ich eben versucht habe, dir das Kokslager zu zeigen. Ja. Da, genau. Und Kajütchen. Und zwar kannst du hier nämlich irgendwo Upgrades kaufen. Posten? Nee, das ist es nicht. Glaube ich. Ah, denn das, vielleicht ist es das doch. Doch, das ist es. Du hast es so direkt gefunden. Sehr gut. Quartier könnten wir upgraden für 600, dann schlafen wir besser, aber wir haben ja noch nicht mal geschlafen. Das ist scheiß drauf. Wir könnten Leute einstellen. Wir könnten Maximov upgraden. Alter, Maximov. Aber brauchen wir noch nicht. Repin. Ja, den können wir kaufen. Das ist unser nicht so beliebter Kerl. Kowalski. Den können wir noch kaufen.
ja, um halt die Grenze abzusichern. Da kommen ja, aber wir sind ja noch easy mit denen klargekommen. Ja, das stimmt. Aber Smirnoff, Smirnoff hätte ich schon gerne. Viel Gesundheit. Eieiei. Aber guck mal noch, was können wir am Auto machen? Vielleicht können wir uns irgendwie eine coolere Sirene noch anbauen oder so. Ja, wir können ein ganz neues Auto kaufen tatsächlich. Den Sabet. Den können wir uns nur noch nicht leisten, aber Nee, ich möchte, pass auf, lass uns hier... Du willst einen Menschen kaufen. Lass uns Menschen kaufen. Ja, finde ich auch gut. Die mehr ballern, weißt du? Mhm. Moskowitsch. Die haben alle nur Pistolen. Kowalski. Ja, kann man die sonst so... Wobei Kowalski... Ja, die kann man vielleicht ausstatten später noch. Kowalski hat irgendwas, ne? Kowalski ist dabei. So. Wollen wir den upgraden direkt? Der hat ja Maschinengewehr. Ja. Ja. Na gut. Okay. Und hier pass auf. Wenn ich jetzt nicht mehr kaufen. Nicht. Ich hab's gern, ich hab ein bisschen Erspartes, weil die Staatsmacht kann dich relativ schnell von hinten, sagen wir. Und wir haben jetzt noch 500. Und was ist denn, wenn wir 3 Fehler machen? 300 sind schon weg. Dann nochmal ein paar Sitzen zerstören. Genau, bei 0 Euro. Werden wir nämlich sofort ins Arbeitslager gesteckt und wir verlieren unseren Schlauch. Aber lass uns erstmal so einen neuen Mitarbeiter angucken, der jetzt ein richtiger Elite-Soldat ist. Ja, wo ist er? Hier ist ja der, der ist nicht so Elite. Ich glaube, genau auf der anderen Seite. Das ist ein richtiger Killer. Ja, da in seinem englischen Häuschen da. Alter, guck mal. Oha. Das ist der Grenz. Typ. Sag ich mal hallo. Oh, guck mal, der sieht auch aus wie ein harter Hund. Ja, eben auf den Bewerbungsunterlagen dachte ich noch, das ist auch ein Jungspund wie Sie, aber nein. Guck mal, wie gezeichnet dein Gesicht ist. Hat ein richtiges Gewehr. Wahnsinn. Ja, so, aber guck mal kurz, nee, bevor der nächste im Wald, wo haben die Maschinengewehre gedroppt? Nämlich der eine hat hier mit so einer Flinte oder einem, hier ungefähr in der Area, musst du mal suchen. Meinst du, die droppen? Das wäre halt so geil, weil dann hätten wir jetzt voll die nicesten Waffen. Wäre richtig geil. Aber hier waren noch mehr. Nee, da war. Genau, die sind ja noch nicht mal Leichen da. Enttäuschend. Hier habe ich viele Leute umgebracht. Wirklich, ja. Noch kurz den Teil wegschmeißen. Was ist eigentlich mit dem? Der Typ, der da, dessen Sachen wir jetzt entsorgt haben, ich weiß nicht. Ist der nach Hause gefahren oder ist der einfach ins Land rein? Ha, aber ich glaube, dann hätten wir eine Anzeige bekommen, dass wir irgendwie das nicht gut gemacht hätten. Ich denke, der ist tot. Ja, hoffentlich, weil dann hat einfach keiner auch mehr Probleme mit dem. Ja, der guckt nett. Ja, sehr freundlicher Kerl. Ich hab ihm kein Wort. Raus da alles, raus! Ich hab dem wirklich kein Wort. Der guckt viel zu freundlich. Oder? Ja, guckt, könnte beides heißen, ne? Also ich habe schon auch richtig freundliche. Guck mal, der hat kein Problem. Zwar Konsumenten, aber keine Schmuggler. Ja, okay, verstehe. Stimmt. Aber er hatte kein Problem mit leuchte mal kurz. Ja. Mit was? Mit Nähe. Er ist nicht ausgestiegen, nur weil wir nah an ihm dran waren. Ah ja, okay, krass. Er mochte das schon, dass man ihm so ein bisschen näher kommt, ne? Ja, man findet auch manchmal Freunde hier. Also ich sperre auch manchmal einfach welche ein, die ich ganz nett finde. Damit auch ein gutes Gespräch beim Käffchen in der Mittagspause habe. Und die bringen ja auch Geld. Und die bringen auch noch Geld und so. Also im Endeffekt, also gute Freunde geben dir auch mal einen 100er. So. Das kennt jeder. Wenn man die wegsperrt. Jeder kennt den Spruch. Ja, perfekt. Hier in Kathmofistan. Achso, dann muss man noch hier sein. Gleich geht's los. Einmal noch Kontrolle. Ja, Papiere, so, genau. Erstmal die 1. August. Azamat Oromov. Ja, Hormonov. 6. Y, 6K, ja. Dorf 7, passt. Mhm. 9. August 81. Du, ich glaube, da ist irgendwas enthalten von der verbotenen Nummer, aber das checken wir gleich. Ja? 57. Gepäck 5-mal. Checken wir jetzt erstmal die verbotene Nummer. Die war da, genau. Was war das nochmal? Hier. NGB, nee, doch nicht. Gar nichts. Sie sehen, mein Gedächtnis ist gar nicht so toll. Ist schwach. Wie ich immer behaupte. Ist ein schwaches Gedächtnis. So, hier, zeig her. Was hast du? 1, 2, 3, 4. Da hinten, das auch noch, ne? 5-mal Gepäck, das stimmt. Aber jetzt wollen wir noch über reingucken. Ich glaube, der rollt die auch, die Sache. Das ist ein Roller, ne? Ja. Ah, die alles. Oh, das ist praktisch. Der hat 2-mal das genau gleiche dabei in den Koffern, damit, falls ein Koffer wegkommt oder nass wird, die Sachen oder so, kann er sich trotzdem kleiden, wie es ihm beliebt. Er braucht sich gar nicht anpassen. Ja, wirklich, genau. Toller Typ.
Toller. Der ist mir sympathisch. Ist ein toller Typ. Du hast nichts gefunden, oder was? Nee, ich hab gar nichts gefunden. Aber passt es denn zu unserem Frachtbrief? Also hat der das alles angemeldet? Was denn? Fünf Gepäck war das? Ja. Obwohl es unterschiedliches Gepäck ist. Das ja. So kulant sind wir hier in unserer Behörde. Es ist fünf Gepäck, aber Königreich von Erkai hatten wir natürlich hier stehen, ne? Oh, ja, das war er, oder was? Weil dann ist er ja nicht erlaubt, du. Die Waren und Gepäck. So. Das und der war ein Erkai, ja? Ja. Dann raus mit dem. Raus mit dem. Warfst du den, okay? Nicht, das weiß ich nicht, ob das gemeint ist. Aber sie können natürlich probieren, was sie wollen. Ja, gut. Aber ich frage mich jetzt, ob das sich das rechnet. Weil der Staat bestraft uns jetzt natürlich für fälschliches Verhaften, 150. Ah, ja. Und wie viel hat ein Gefangener 100. gegeben? 100. Tja, schade. Ja, machen wir später. Ja, den freilassen übrigens wäre jetzt total doof, weil dann hätten wir nur 150 Verlust gemacht. Bitte mach die Gefängnistür zu. Das ist das Einmaleins des Zollbeamten. Ah, entschuldigen Sie. Weil die gehen ganz gern auch freiwillig nach Hause. Gut, dann wissen wir jetzt aber, dass das auch nicht so schlau ist, nur Leute des Spaßes wegen einzusperren. Exakt, das hätte ich Ihnen natürlich sagen können, das war eine Lektion. Das Lektion. Mussten Sie einfach mal am eigenen Leibe herausfinden. Hier, macht leer. Weil im Endeffekt, man ist kein richtiger Zollbeamter, wenn man nicht mindestens einen fälschlicherweise... Und noch mal 100. Wow. Okay, jetzt krass. Okay, da wird man bestraft. Da wird man auch hier, bestraft. Selbst in unserer korrupten Welt hier. Ja. Gut. Schade. Ist traurig. Es kann nicht alles wie im Paradies sein. Nein, guck mal, der hat doch einen leichten... Wie ist das? Oh ja, Reifendruck. Was ist das denn? Reifendruck. Hier so Monster-Truck-Reifen. Ganz platt. Der ist aber wirklich platt. Also, ich weiß gar nicht, kann man das monieren? Oder ist der Typ so schwer? Lass mal angucken. Wieso kommen hier eigentlich keine Frauen vorbei? Das habe ich mich jetzt erst gefragt. Erst in diesem Moment. Ich kann Ihnen sagen, in den 40 Jahren, wo ich hier arbeite, keine einzige Frau hat versucht, die Grenze zu überqueren. Ja, komisch. Aber guck mal, das ist der Typ, den wir eingesperrt haben. Oh ja, stimmt. Der ist wieder ausgebrochen. Ja, du hast die Gefängnistür zu lang wahrscheinlich offen gelassen. Peter Abilov. Oh, Abilov, das ist der Bruder von dem letzten Abilov, kann das sein? Das kann sein. 8FB2, Z8H1, ja. Erkaier, auch ein Erkaier. Oh, okay. Da brauchst du nicht rein. In der was dabei hat, du. Bis Dezember, das passt. Passt tatsächlich. 56, oha. Arbeit. Okay, dann. Sieht auch aus wie ein guter Arbeiter, strammer Kerl. Aber der hat nichts dabei für die Arbeit. Kein nichts dabei. Dann würde ich immer nach Drogen gucken. Irgendwie ist der mir verdächtig. Du kommst doch nicht zum Arbeiten in ein fremdes Land, wo du eigentlich nur so nicht so doll erwünscht bist. Und hast da noch nicht mal ein T-Shirt dabei oder so? Nee, wirklich. Ich meine, wir können natürlich die Polster aufschlitzen. Nee, das macht man erst, wenn man diese Symbole eigentlich sieht. Ich wollte Ihnen nur das Schlitzen beibringen. Ach so. Ah ja, verstehe. Na gut, nee, der kann gehen. Ja, tatsächlich. Also ich glaube, Sie sind echt schnell geworden im Überprüfen. Sie haben das gut gemacht. Sie können mal handeln versuchen, aber können wir auch einfach genehmigen. Nix, genehmigen, brauchen Geld. Wir haben genug. Wir müssen jetzt Geld machen. So, ich hoffe, das haben wir auch getan. Aber bisher haben Sie da wirklich gut vorgelegt, muss ich sagen. Ja, ich musste halt noch ein paar Sachen lernen jetzt. Ja, legitim. Gesehen. Aber Tür auf, bitte. Wir fahren hier mit offenen Türen. Hey. Oha, wie macht er das? Das war der Wind. 100. Perfekte Inspektion, so kann das weitergehen. Perfekt, weiter. Direkt wieder an die Schranke und auf grün. Auf grün. Auf grün ist grün, ja? Yes. Ja, kommen Sie rein, raus. Ich winke Sie raus. Mal ganz fest drum. Das wollte ich schon immer mal wieder machen. Was fährt der? Der fährt ein Koks-Packet. Ja, wie fährt er? Oh, guck mal, wie lieb, aber creepy er gleichzeitig guckt. Das ist doch ein Priester. Weißt du doch, als wir mal uns als Priester versucht haben? So sieht der aus. Das Dokumente, komm, gib her. Ist das notwendig? Oh, erste Widerrede. Ja, und da ist doch was. Weiß ja nicht, wo er ist hier in Akristonistan. Ja, wirklich, das erstmal raus. Erstmal raus. Walle, erstmal alles raus. Ja, finde ich gut, alles raus damit. Was? Den Motor kannst du nicht raustun, leider. Das finde ich auch ein bisschen schade. Aber vielleicht hat er vorne da was drin. Wenn der Motor hinten ist, dann sind doch vorne. Ja, irgendwo muss da was sein. Die Waren. Und da. Oh, was ist das? Das weiße. Das ist nur Kühlflüssigkeit. Schade. Schade. Na gut, ich hatte mich auf einen puppenfeinen, bunten Abend gefreut. Ja, ich mich auch tatsächlich. Also mal gucken wir mal einmal. Fünf Gepäck, okay, das kann schon mal hinkommen. Warte, hab ich seinen. Lass das mal weg. So. Ist er Erikaia? Nee, ne? Nee. Nee. Akaristan. Akaristan, er kommt aus unserem Land, glaube ich. Ja? Ja. Na, lass uns den nicht so lange überprüfen. Ja, machen wir ganz. Natürlich bis Juli, das passt. Alter, passt ist alles. Eigentlich auch egal. Der ist 30, passt eh.
Deine Ausweisnummer stimmt auch überein und scheint nicht mit dieser anderen. Okay, nee, der wirkt ganz. Der wirkt ganz solide, ne? Wir eins, zwei. Achso, ich muss das hier so machen. Ja, genau. Das müssen wir vorher anscheinend zumachen. Nein, nee, noch nicht. Vier, ist es nur ein fünftes? Da ist ein fünftes, genau. Hat er angegeben, tatsächlich auch? Fünf Gepäck. Yeah. Jo. Alles gut, was ist hier noch drin? Alles gut. Pack sieht zurück. Ganz gut aus, ne? Pack zurück, er kann fahren. Maxim Hoffmann. Pack zurück. Wir brauchen die 100 Dollar jetzt. Pack zurück. Hier. Genehmigt. So, alle Zeichen stehen für Sie auf grün. Ja. Haben Sie Spaß in Ihrem Heimatland Akrasis Movistan. So, jetzt fahr aber auch schnell. Ich will jetzt den nächsten prüfen. Warum ist hier eigentlich jetzt eine Actionmusik? Ist irgendwas im Argen? Hat er uns betrogen? Sind das gefälschte Papiere? Ich bleibe immer skeptisch als guter Grenzbeamter. Aber die Skepsis war unberechtigt. Super, super Inspektion. Nächster. Nee, wir haben niemanden jetzt. Jetzt kannst du endlich mal schlafen. Wo ist das? Da hinten in unserem Wohnwagen. Wo ist unser Wohnwagen? Rechts, da. Das ist unser Haus? Da wohnen wir. Wir könnten es upgraden. Können wir vielleicht machen, wenn wir morgen einen erfolgreichen Arbeitstag haben. Wo pennen wir? Da. Perfekt. Direkt am Kaffee. Das ist ja perfekt. Oder? Das ist ja mega gut, wie wir schlafen. Das nennt man Bergromantik. Wir sind hier in einem schönen Tal. Guck mal, es war ein guter Tag. Ja. Bisschen viel. Gar nichts eingenommen. Nee, das ist... Wir brauchen mehr Koks. Wir müssen mehr Drogen einnehmen. Müssen wir jetzt langsam wirklich, ja. Mehr Drogen einnehmen und den einen Typen sonst wegfahren. Aber so, jetzt kommt Kontrolle. Oh. Komm, wo bleiben die? Sollen kommen. Warte kurz. Nee, mach das mal noch nicht. Guck mal aufs Board, das ist immer der erste Blick. Weil da kann immer was dazukommen. Nee, heute mal nicht. Und, was hat der Typ gesagt? Haben wir verpasst, ne? Oh, da kommt direkt einer. Kommt der erste, komm, fahr rein. Oh, du bist richtig, die treten vor Dienstbeginn schon an. Das lobe ich mir. Natürlich. Sehr gut. Ich bin motiviert, die sollen reinkommen. Die sollen wissen, hier wird man ordentlich kontrolliert. Oh, hier braucht man keine Sorgen haben. Hier ist alles in Ordnung. So, pass raus. Pass raus. Der ist sehr höflich, bitteschön. So, lobe ich mir. Nurbeck. Orosaliev, ja. N8. Nee, warte. N864683, ja. August 81, passt. Besuch, okay. Ja, aber er kommt aus RK, das heißt, er darf kein Gepäck oder eine Ware dabei haben. Mhm, interessant. Okay. Wie alt ist der Mann? 35. Okay, also schauen wir mal, ob er Gepäck oder Waren dabei hat. Kein Gepäck. Gut, dann durchleuchten wir mal. Interessant, wie ehrlich die RKer Bürger plötzlich geworden zu sein scheinen. Muss aussteigen. Aber das macht mich auch skeptisch. Ja, wirklich. Er muss aussteigen. Gucken direkt weiter. Nix. Ist nix. Okay, was haben wir unter dem Motor hier? Da ist ganz gern nämlich mal das ein oder andere kleine Packet versteckt. Ja, ein bisschen haben wir schon gesehen. Du hast vollkommen recht. Aber da ist auch nichts. Okay. Das heißt, ich würde sagen, der gute Mann darf passieren, denn er hat nichts dabei. Und wir genehmigen das mal und hoffen auf die 100 Dollar, die wir sehr gut gebrauchen können. Tatsächlich. Ein Tag, Akaristan. Arakistan. Ein Tag kostet uns 200 Dollar als Fixkosten. Das ist so krank. Ja. Also wir müssen drei Kontrollen haben und hoffen, dass einer richtig viel Drogen dabei hat. Ja. Du wurdest befördert. Ja, Mann. Du bist offiziell aufgenommen hier in der Zollbehörde. Zollbehörden, Mann. Dankeschön. Sehr gut. So, zeig mal. Aber was heißt das denn überhaupt? Erhöhe Belohnung für Inspektion? Guck mal, wir kriegen jetzt mehr Geld für die Scheiße. Ja, mega. Und das andere habe ich verpasst, aber mega geil. Er soll aussteigen. Schreibt mir bitte in die Kommentare, was da als zweites stand, weil ich will das Spiel weiterspielen. Und ich will das Upgrade gerne. Schreibt es bitte rein in die Kommentare, wenn ihr sonst noch nichts geschrieben habt. Jetzt ist es. Spätestens Chance. Jetzt, genau. Einfach als Service für mich, weil dann muss ich mein eigenes Let's Play nicht gucken, weißt du? Und schreib doch rein, wie geil Walle ist. Ich will das lesen, das ist für mich. Das ist zwar auch toll, aber das bringt mir nicht so viel wie... Aber mir! Okay, ja gut. Stimmt, du bist ja auch nicht egal. Ja, mein Freund. Dankeschön. Kravchenko, Arzt. Ich hab nicht an dich gedacht. 9153-64U9, passt alles. 9. Oktober 25. Wie alt ist der Mann? Oh, der ist alt. 55, ey, was? Achso, wir haben erst 81. Bis zum Juli, da passt alles. Karistan. Das passt alles. Alles gut. Er hat nix. Ich habe hier schon alles abgeleuchtet.
Oh, da machst du aber wirklich jetzt einen Zucht drauf, ne? Ja, ich muss das machen. Der hat echt nichts dabei. Der soll fahren, ist genehmigt. Krass, ey. Wir müssen einen Meter machen. Wirklich. Ja, hier los jetzt. Hätte ich auch nicht erwartet, aber er hat nichts. Mhm. Gespannt auf den Prüfbericht unseres Vorgesetzten. Hast du gesehen, der hat gekurbelt. Der hat noch kurz gekurbelt vorm Losfahren. Und mal wieder. $30 mehr. Ja, geil. Oh, so kommt die Kohle rein. Wahnsinn. So, weiter. Das läuft doch. Läuft super. Hier aber stehen bleiben. Ich stelle mich direkt vor den. Damit er nicht zu weit fährt. So, nicht weiter hier. Nicht weiter. Jo. Ja, was will ich wohl? Dokumente will ich. Ja. Ja, also eigentlich, ich finde es auch eine Frechheit, die sollte man noch unaufgefordert direkt reichen. Oder? Und aussteigen auch. Ah, das nicht, ja gut, aussteigen nur, wenn man reingeht. So, jetzt gucken wir erstmal hier das alles an. Das ist das, eine Schlange? Das ist Drogen. Heißt Droge. Auf jeden Fall. Messer ich rein? Ja, ich glaube, versuch mal mit Messer, genau. Was ist das jetzt? Nee, das ist nicht Knüppel, brauchst du stand da. Hast du einen Knüppel? Nee, dann guck mal, drück mal I. Haben wir Knüppel noch in der Tasche? Nee, aber du kannst mal in unseren Schrank gucken. Verstand, dass ich ein Brecheisen... Oder du mach nochmal, wir machen ein Brecheisen. Nee, ich glaube. Ja, es bringt nichts. Mach vielleicht doch nochmal das Messer, weil vielleicht ist das Knüppelsymbol das allgemeine Symbol für Beschädigung. Nee, ich finde das schon deutlich, dass da steht, sie brauchen einen Knüppel. Ja, gut. Dann, ich weiß auch nicht, warum man... Da ist auch eine Schlange. Ja, aber seit wann... Ja, wir müssen das alles entfernen. Was braucht man hierfür? Versuch's mal mit einem Werkzeug deiner Wahl. Oh, das finde ich aber richtig... Ja, die Axt ist gut. Sehr gut. Geld schmuggelt, der Falschgeld. Da unten liegt noch was auf dem Boden. Dann nimm dieses Geld und lass mich fahren, okay? Oh. Ja, das ist ja Falschgeld. Ich will ja schon richtig. Ja, wirklich. Das ist ja wirklich Quatsch. Also wirklich, ich glaube, das bringt uns tatsächlich nichts. Guck nochmal, du hast so einen kleinen Werkzeugtisch und einen Schrank. Im Laden. Da, genau. Stopp, da ist so ein Tisch rechts. Nicht der, sondern links. Da, der da. Ne, da liegt heute nichts. Manchmal liegt da was. So, und dann in dem Laden. Hier die erste Tür links. Diensttelefon. Aha. Können Blatt was bestellen. Okay. Das ist ja cool. Ja, okay. Also, weil wir können da halt auch Maschinengewehr kaufen und so ein Shit. Und Schmuggelware. Ja, bestellen? Warum sollten wir das bestellen? Das macht doch gar keinen Sinn. Weil wir einfach ein korruptes Schwein sind. Krass, ey. Okay, links, erste Tür. Nee, nicht die, das ist die zweite. So, ist ja. Richtig. Nee, das bringt nichts. Du musst da auf diesen Zettel an der Tür gucken. Da, genau. Und da... Ein Knüppel, ein Gasrohr. Ich meine, die haben ja alle so ein Knüppelzeichen. Das verstehe ich daran halt nicht. Vielleicht musst du einfach nur mit was da draufschlagen, was ein Knüppelzeichen in Beschreibung hat. Weil 81 war der Polizeiknüppel doch noch gar nicht erfunden. Da hat man noch mit Gasrohren den Leuten den Schädel eingeschlagen. Ja, oder? Soll ich das Gasrohr nochmal holen? Hätte ich das nehmen müssen? Ja, also, oder du hast was Alternatives. Kannst du natürlich auch in deinem Inventar gucken, ob guck mal, du ich hol das Gasrohr. Etwas mit Knüppelwert hast. Ich nehme das Gasrohr. Ja. So, Gasrohr, gib her. Und das kannst du jetzt direkt irgendwie austauschen gegen den Rechen oder was das ist? Nee, wie heißt das? Mistgabel? Ja, Mist. Borke. Borke. So. Das war kurzer Marsch, ne? Das muss doch jetzt gehen. Ja, guck mal. Alter, Falschgeld schon wieder. Wie viel Falschgeld ist es? Okay, dann hat er bestimmt einiges. Guck mal, was er noch hat. Wir müssen nicht alles finden, dann werden wir reich entlohnt. Wenn wir... Jetzt hier bei ihm würde ich ganz genau gucken. Auch mal schön ducken nochmal. Die haben es auch gern hier an der Stoßstange noch irgendwie was. Deswegen, da muss man wirklich... Muss man aufpassen. Musste gucken, ja. Musste gucken. Oben auf. Nicht. Auch gemein, dass er gedacht hat, das reicht, ne? Da mit so einer Tarnung auf dem Kühler, das würde reichen. Ja, die rechnen damit halt nicht, dass wir deren Tricks kennen. Ja, wirklich. Und deren Symbole und so. Wahrscheinlich dachte der, wenn es entdeckt wird, dann denkt jemand, ha, habe ich das
Henna-Tattoo meiner Tochter einfach draufgeklebt. Gar nichts, aber der ist verhaftet, oder? Der ist verhaftet, na klar. Das geht ja wohl gar nicht klar. Das ist sowas von derbe illegal. Das geht ja wohl gar nicht klar. Also. Die illegale Schwein. Illegales, mieses Schwein. So, mieses Schwein, genau. Tür zu. Zack. So. Oh, das Geräusch ist schön, wenn die Gitter in die Schlösser knallen. Das klingt so schön autoritär. So, jetzt noch Maximow sagen, hier, das ist deine Karre. Mach den, putz den raus. Putz den raus vom Hof. So, das muss er jetzt Geld gebracht haben. 100 nur. Ey, können wir ganz kurz, bevor der nächste kommt, einmal darüber reden. Mir ist aufgefallen, ich bin jetzt nicht so der modebewusste Style-Typ, so, aber ich finde mich auch selten sexy. Ja. Aber in diesem Outfit wirklich, sollte nicht jeder Polizist dann noch so locken, so aussehen, damit sie so wachsen lassen haben? Es sieht besser aus. Muss man schon, was hier eigentlich passiert? Ich finde, also das ist wirklich so, könnte ich doch... Warten Sie. Oh, du aber auch. Oh, wenn du die Mütze ausziehst, das hat aber nochmal... Sexappeal steigt sofort, muss ich sagen. Damn. Da passt doch jetzt besser denn je. Verhaftet wegen sexy. Oder? Geil, ey, ja. Geiler Typ. So machen wir das, ey. Ja, so, okay, wir sind die hottesten... Bullenschweine. Ja. Des Grenzübergangs. Ja, das ist... Akromistaftan. Und lass uns das Tor öffnen und weiter. Wir haben noch zwei Autos und dann haben wir noch zwei Gefangene, die wieder weg müssen. Kommen Sie rein. Kohle muss kommen. Und dann können wir nämlich hier auch mal ein bisschen wieder unsere Waffen kaufen. Stopp, weißt du? Stopp. Die Waffen kaufen, ganz toll, ja. Die lieben Ballern. Guck mal, wie der gekurbelt hat, hast du gesehen? Meinst du, das hat er schon mal vorher gemacht? Ist komplett gekurbelt. Was ist mit ihm? Die weiße Taube. Das klingt doch so ein bisschen so, als wäre der Teil einer merkwürdigen Geheimorganisation. Tatsächlich, ja. Dann haben wir nicht eben so ein kleines Update über Fraktionen zu bekommen? Ein bisschen, ja. Aber ich weiß nicht mehr, was. Ich halt auch nicht. Aber ich finde, er hätte einfach mal sein Maul halten sollen. Das hat ihn ziemlich sass gemacht, dass er überhaupt irgendwas von Tauben erzählt. Ja. Tauben sind tolle Tiere, aber... Tauben sind super. Es klang nicht so, als hätte er über das Tier geredet. Richtig, also... Er ist nicht... Aber haben wir seine Papiere schon gesehen? Nein. Jetzt vorsichtig mit den Polstern, auch wieder höchst sass, Herr Madis Bayrak. Hat er gesagt, ne? Ja. Aber die sind doch nicht ganz so versifft wie die letzten. Ja, muss man sagen, vielleicht ist er immer ein ordentlicher Mann. Ja. Also, Madis Bayrak, ja, das passt. Mhm. BY2B, ja, mhm. E059. August, passt. Alter, checken wir nochmal. 50. Mhm. Wie war die Nummer nochmal, die wir kontrollieren sollten? NG irgendwas, die passt nicht. Aber es kann doch nicht sein, dass der... Über Tauben redet, sagt er nichts, ne? Ja, also irgendwie, vielleicht haben wir noch was übersehen. Wir gehen aber noch einmal ins Dokument. Oder, ach nee, das... Aus der UR dürfen wir, glaube ich, Leute reinlassen. Aber er hat ja über sein Land geklagt, aber es ist uns ja scheißegal eigentlich. Er ist Besucher von unserem Land. Ja, komm. Na gut, komm. Dann hat er's. Und wenn wir mal einen Fehler machen, dann gönnen wir auch Vielleicht mal. Das haben wir alles. Auch einfach. Du, dann gönnen wir, aber ich glaube, wir waren perfekt. Ich glaube eigentlich auch. Aber, also er selber ist sein größter Feind und sein größtes Problem, weil ich hätte ihn, glaube ich, einfach nur verhaftet wegen der Taube. Ja, muss ganz ehrlich sagen. Das sieht ja uns so eine Story. Also wirklich, was, der soll. Die Leute, die hier reinfahren, sollen ihre verdammte Schnauze halten. Hier, perfekt. Da, wo die warten, ne, da habe ich ein kleines Schild aufgestellt, da steht Schnauze halten drauf. Schnauze halten. Und trotzdem machen sie es nicht. Vor allem nicht über Tauben reden, steht da. Ja. Du würdest einmal genau in die andere Ecke. Ich weiß auch nicht wieso, aber es passiert. Moin! So, gib Ausweis. Moin, Giorno. Moin, Johnny. Genosse Commander, der war höflich. Wenn du schon deine Schnauze aufmachst, dann so. Genosse Commander, herrlich. Und der hat aber viel dabei, du. Erstmal schauen, ob der aus Erika ist. Ja, ganz viel dabei. Ungeleicht. Ja, viel Gepäck. Natürlich alles. Hat der denn alles? Der ist doch alleine. Ganze Autos. Was haben wir? Das ganze Auto ist beladen. Meine Zeit. Das ist mal geheime Zeichen. Mhm. Ich muss sagen, in höherem Alter, da verliert man ja auch Fähigkeiten. Ich fühle mich langsam richtig gut dabei, jetzt in die Rente bald zu gehen und ihnen diese Aufgabe zu übertragen, denn sie machen das jetzt schon viel schneller. Sie erinnern mich an meine 20er. Ah, oh, schön. Ja, das ist schön. Da freue ich mich sehr drüber. Dass ich ihre Fußstapfen aus ihrer Sicht zumindest ansatzweise ausfüllen. Ein sportlicher kann. Kerl auch noch. Ist ganz sportlich. Ich selber würde bei mir sagen, ganz sportlicher Kerl. So, jetzt haben wir hier, komm, zeig her, einmal Gepäck.
Hier. Ich mag übrigens die Mechanik. Das finde ich irgendwie cool, wenn man die Sachen zählt und dann so aufschreibt. Ja, das mag ich. Das hat schöne Ideen auf jeden Fall, das Spiel. Das ist halt vor allem, du musst ja auch mal kurz hier, kurz Meta, die Wand brechen und über das Format und über das Spiel reden, weil ich muss kurz sagen, wir haben ja oft Trash-Simulatoren. Das ist richtig. Und das ist tatsächlich, finde ich, ehrlich gesagt, gar nicht so ein schlechtes Spiel. Nö, also das hat viel zu bieten, das macht auch Bock. Ich weiß nicht, wer, eigentlich hat es quasi eine Vorlage, so ein Indie-Game, das heißt, ich wusste es eben doch. Natürlich. Nee, sowas wie Passes, Please. Papers, Please. Ah, Papers, Please. Und ja. Das ist so ein 2D-Ding und da bist du auch ein Grenzkontrolleur und musst Personen, die in der Schlange stehen, immer da auch die Ausweise vergleichen. Ah. Aber das hat halt nur diese Vergleichsmechanik. Ja, gut. Und hier hast du ja noch allen möglichen anderen Scheiß. Du musst irgendwie dir Sachen kaufen, du kannst Ballereien machen, es gibt eine Open World, es gibt ein Arbeitslager. Also das ist sozusagen Papers, Please in 3D und richtig ausgebaut. Von daher gut weitergedacht. Einfach ein gutes Spiel. Gutes Spiel. Macht super Spaß. So, der ist, was hat er? Sollte zurückgeschickt werden. Warum? Ich gebe mal F1. Wir haben völlig vergessen, sowas wie Foto kann man auch überprüfen, ob der Typ das überhaupt ist. Haltbarkeitsdatum, Reisepass? Hä? Ja, aber das sind auch überall Haken. Ach nee, wir haben die Haken gegeben, glaube ich. Ach so, er kommt aus Erkelen, hat Gepäck. Oh, das habe ich. Oh nein. Der Klassiker. Ich habe sie zu sehr zugelabert. Ach, der Klassiker. Der Klassiker, verdammte Scheiße. Ja, jetzt haben wir schon zwei Erika Schweine mit ihrem Gepäck einfach reingelassen. Was die wohl mit ihrem Shit so machen. Übrigens, lass mal kurz hier den Kollegen anrufen und ein bisschen Munition kaufen. Wir können uns ja noch mit 4 Schuss verteidigen. Und wir haben doch jetzt hier den, hallo, den ganzen Tag nur rumsitzen und jetzt die Tür blockieren, oder was? Wirklich. Wo sind wir denn hier? Hier ist ein Telefon rechts. Hier. So. Nachschub. Nee, das ist, glaube ich, jetzt kommen einfach irgendwelche Bullen, oder? Let's Van. Ah, nee, du hast recht. 200 hat die... Du Scheiße. Nee, der kommt jetzt um Mitternacht. So lang müssen wir noch wach bleiben. Ah, 200, das ist ja teuer. Oh, das hätte ich nicht gedacht. Ja, können wir die anderen schon mal nochmal wegbringen. Komm, dann bringen wir die nochmal weg. Meinst du, das reicht? Ja, aber dann hätten wir den ja nicht rufen müssen. Dann hätten wir auch einfach direkt auf dem Weg bei dem Hunden vorbei. Ah, ja, verstehe. Auf der anderen Seite, wir haben ja jetzt auch nichts zu tun, ne? Hast du recht? Ich penne. Ich jetzt penne. Ja, aber dann haben wir das Geld nur verschwendet, glaube ich. Wieso? Also meinst du ja, erwartet von Mitternacht bis morgen? Klar. Okay. Will ja auch bezahlt werden. Es liegt ja nur geparkt auf dem Tisch. Hast du was dafür recht. Du hast völlig recht. Mhm. Das ist eine absolute Frechheit. Das ist so eine Frechheit, wirklich. Immerhin haben wir noch Erspartes. Ich sag ja, das hilft. Siehst du? Oh, okay, warte mal. 5 Minuten. Hä? Aber warte mal kurz. Guck mal, ob Vlad da ist. Ob der vor der Tür steht. Nee, andere Seite. Da müssen wir auf jeden Fall jetzt. Ja, mach das mal gleich erst. Warte mal. Guck mal da. Ob da. Da ist er doch. Guck mal, da parkt er. Okay. Ja, da musst du immer durch dieses Scheißtor gehen. Und das öffnet sich immer nach innen. Ja, wir haben 4 Minuten. Das passt schon. So, schnell bei ihm. Hey, Genosse, Kamerad. Wir brauchen. Er hat keine. Achso, du musst vielleicht da auf den Knarren, das Knarrensymbol. Wir brauchen auf jeden Fall Pistolenmunition. Reichlich. Da. Weiß nicht, wie viel da drin ist, aber kauf mal so ein paar. Die kosten ja nur 10. Wir wollen ja ordentlich ballern. Wie, er ist jetzt für 200. Ist er gekommen erst oder was? Ja, genau. Das meinte ich ja eben. Das machen wir nie wieder. Das war eine komplette Scheiß-Geldverschwendung. Ja, ultra teuer. Okay, reicht, glaube ich. Nee, wir brauchen keine Maschinengewehrmunition, weil wir haben keins. Doch. Nee, wir nicht, aber unser Kollege. Oder braucht er keine? Nee, der braucht keine. Also der kauft sich die selber. Ah ja. Wir sind hier alle für uns selbst verantwortlich. Okay. So. Okay. Wow. Das wäre ja quatschig. Das wäre wirklich quatschig. Also hätte ich das vorher gewusst. Das wäre ja quatschig. Sein Flyer war quasi irreführende Werbung. Er hat nicht gesagt, dass die Anreise kostet. 200, das war ja quatschig. Das ist wirklich eine Hyperschweinerei. So mitten in der Nacht ist ein Anruf da. Kommandier, los komm hier von der Ili Gavrilov getrag. Jewe madra schublitka vlada. Wir müssen eh zu Vlads laden. Oh no. Was ein Bullshit. Ey, das hätte ja nicht schlechter laufen können. Das ist ja ein wirklich übertriebenes, wie soll ich sagen, ein Dilemma, eine Misere. Das ist ja mies. Übertriebenes Dilemma. Soll ich die mitnehmen, die gefangen sind? Ja, nimm die mal mit. Kann ich schon rausgehen? Ja, finde ich einen guten Plan. Oh. Hast du den freigelassen, den anderen? Ich glaube, ja. Oh, die darf man jetzt nicht. Ah. Gut, aber das war übrigens eh der, den wir fälschlicherweise eingesperrt haben. Wegen ihm haben wir jetzt auch nochmal 150 verwendet. Gut, wir leben auch echt über unsere Verhältnisse, muss man ehrlicherweise mal sagen. Das haben wir auch schon mal besser gemacht.
So, was soll ich jetzt tun? Ja, jetzt gehst du zum Polizeiauto und fährst zum letzten Laden. Aber nachts kann ich dich nicht transportieren, das ist ja frech. Nee, das liegt, glaube ich, daran, weil wir in einer aktiven Mission sind. Ah. Ja. Weil wir haben das ja schon mal nachts gemacht. Hä? Nee, du musst, wieso haben wir jetzt so ein Auto und kein Polizei... Hast du unser Privatwagen oder was? Hä, ich bin komplett verwirrt. Wo ist denn unser Polizeiauto? Ja, wo ist das hin? Hä? Vielleicht, weil wir befördert wurden, aber das ist ja... Das ist ja ein Downgrade. Und was ist V? Oh, es gibt doch eine Third Person. Cool. Okay, dann fahren wir jetzt mal. Okay, okay. Es ist dunkel hier auf dieser Straße. Das ist wirklich unfassbar. Also die Lampen. Dafür hat Aristokratistan kein Geld. Kein Geld für Straßenbeleuchtung. Nee. Naja, gut. Hätten wir Blatt wirklich erstens nicht bestellen brauchen, zweitens, wir hätten ihm jetzt vielleicht sogar folgen können, das wäre auch ganz gut gewesen. Oder ist er einfach auch so ein Teleportmann? Nee, er ist ein Teleporttyp. Glaube ich, ganz klarer Fall, Teleporttyp. Ja, also ist wirklich maximal schlecht gelaufen, muss man ehrlicherweise zugeben. Ah ja, das ist korrekt, wenn du jetzt hier einfach in diese Schotterstraße einbiegst und dann relativ geradeaus hältst quasi. Ja, weil wir hätten 200 für Vlad gespart. Wir hätten 150 für den Gefangenen, der jetzt frei ist, gespart. Wir hätten... Weiß ich nicht. Eben hätten wir schon was gespart. Ja, du hast recht, das Geld fließt. Ne? Ja. Ärgerlich. Naja, manchmal kann man nichts machen. Hier hatte ich übrigens meine erste Schießerei. Am Sägewerk? Am Sägewerk, da wo es sich gehört. Wo war der Bär, der war am Grenzposten, ne? So ja, also sie hat ja eben einfach versucht einzureisen. Folge? Ja, pass auf, ich glaube, du musst jetzt so eine... Da steigt ein, du musst ihn beobachten. Der wird schon misstrauisch. Wir müssen zurück, bisschen... Ja, sehr gut. Wir müssen dem jetzt... Ah, ja. Doof. Ich hoffe, der biegt hier nicht ab. Das wäre sehr ärgerlich, weil dann wird er sehr misstrauisch. Aber... Das ist jetzt so eine typische GTA-Mission, wo du so langsam hinter jemandem herfahren musst. Perfekt, ich hab's echt schon ausgemacht. Nice, oh, das ist... was haben sie wohl schon mal gemacht? Okay, nach links. Hinterher. Ey, den Motor vielleicht auch? Wieso kannst du nicht fahren, Junge? Den Motor an. Oh, wir haben noch 10 Sekunden. Jetzt schnell nach links. 9, 8. Schnell links hier, genau. Gib dir Gas. Wir haben ihn verloren. Wir haben ihn verloren. Nein. Spiel verloren. Oh mein Spiel Gott. Spiel verloren, wirklich. Spiel verloren. Die Simulatoren-Boys haben doch nicht das Spiel verloren. Das geht doch bei uns gar nicht. Wir sind Cockman und Daughters. Dann suche ich mir jetzt einen anderen Job. Das ist ja eine absolute Frechheit. Ich glaube, ich hätte sie auch so nicht übernehmen können. Das hätte ich vor unserem Präsidenten in Aristokratistan nicht durchbekommen. Das ist eine absolute Frechheit. Bist du auch der Meinung, dass wir das Spiel verloren haben? Lass uns es uns wissen. Schreib's in die Kommis. Schweinerei, wir haben den verloren. Ja, das ist. Und abonnieren nicht vergessen. Und wenn du hier die Glocke läutest, dann kriegst du mehr von dem heißen Scheiß. Auf Rocket Beans TV. Was haben wir noch für Infos? Gut, es war schön, Sie kennengelernt zu haben. Liken. Aber das ist einfach gegen die Bestimmung. Sie können nicht einfach Ihren Job nicht machen und jemanden entkommen lassen. Sie sind jetzt verhaftet. Sie wissen, wo die Zelle was? Ist. Sie waren da fliege ich selber. Hinterher.